herzlich willkommen zum Teil 1 der Double Crypto Nights vom Zentrum für Entrepreneurship und vom Blockchain Hub Graz. Wir haben das Ganze gestartet, weil der Thomas irgendwo in einem Tweet mich erwähnt hat und gesagt, er hat immer so viele Anfragen von Studenten und ortet ein bisschen Info-Nachfrage unter den Studenten und Studentinnen. Deswegen hat er gesagt, machen wir was an der Universität zum Thema Blockchain und vor allem zum Thema Kryptowährungen, ein Info-Update unter dem Motto, wer nichts weiß, muss alles glauben. Und deswegen haben wir uns vom Zentrum von Entrepreneurship gesagt, wir sind da gerne dabei und organisieren den ersten Abend da an der Universität. Und Thomas von Blockchain Hub Graz ist natürlich der berufenste Partner dafür und bittet dir, das Mikrofon zu schnappen und ein paar Worte zur Einführung zu sagen. Dankeschön. So, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Wir haben ja doch, glaube ich, relativ viele neue Leute erwischt, die wir jetzt noch nie in einem Blockchain-Meetup gehabt haben. Und deswegen sage ich jetzt am Anfang nur ein paar Worte zu, was ist der Blockchain-Hub Graz? Und dann gehen wir durchs komplette Programm und da führt uns der Bernhard dann durch. So, der Blockchain-Hub Graz gehört zu einem größeren Netzwerk von Blockchain-Hubs. Es hat 2016 angefangen mit Brüssel und Berlin. Und die zwei anderen, die was da eben zusammen mit Graz mal durchgestartet haben, da war die Shermin und der Jean-Luc. Wir haben das einmal so ein gutes Jahr, haben wir das wir drei betrieben und dann haben wir noch weitere dazugeholt. Die Aufgabe vom Blockchain Hub ist im Prinzip die Information rauskriegen, was ist Blockchain, wie funktioniert Blockchain, das Ganze für Nicht-Techniker auch verständlich rüberzukriegen und deswegen haben wir auch heute wieder eine entsprechende Einführung in das Thema, damit man sich ein bisschen wohler fühlt, wenn man irgendwie immer wieder hört, okay, da gibt es sowas und das verwendet angeblich verwenden ganz viele Leute oder es gibt einen richtigen Hype drum und dann gibt es natürlich irgendwie die ganzen Kryptowährungen und dann gibt es, ich sage mal, eine Medienberichterstattung, die vor allem sensationsgetrieben ist, die auch dann gern irgendwelche Überschriften oder so hat, vor allem wenn es momentan gerade wieder runtergeht, dann wird man irgendwie ganz oft lesen in der Zeitung, es geht gerade wieder runter. Wenn es raufgeht, dann liest man das meistens nicht. Also insofern sieht man da schon eine eindeutige Tendenz bei den Medien und wir haben uns halt vorgenommen, dass wir das ein bisschen aufbrechen, damit man mitkriegt, wenn es runtergeht, auch wenn es raufgeht. Ja? Und Meetup jetzt in Graz, das Blockchain Hub Graz Meetup, ich habe es nur ausbessert. Es hat einen richtigen Boost gegeben, der Double Crypto Night. Also wir sind jetzt schon ganz knapp dran, dass wir das JavaScript Meetup als größtes Meetup in Graz ablösen können. Und insofern, wer sich jetzt über Eventbrite angemeldet hat, soll doch bitte auch sie bei meetup.com registrieren. Dann kriegt man auch die nächsten Meetups, was wir ausschreiben, gut mit und dann kann man dort wiederum teilnehmen. So, das war es eigentlich schon von meiner Seite aus. Das ist quasi so die Agenda, aber da übergebe ich jetzt gleich wieder an Bernhard. Danke dir. Danke. Ja, ihr seht schon, was heute am Programm steht. Wir werden am Anfang einen bisschen Basisüberblick über das Thema Blockchain kriegen, damit wir ein bisschen so die technologische, organisatorische Basis ein bisschen verstehen vom Thomas. Dann wird der Thomas Zeinzinger wieder übernehmen und ins Thema Artis reingehen. Also das ist er im Moment in einer extrem heißen Phase, deswegen wird er uns ein bisschen was erzählen, was ist so ein Initial Token Offer, wie steht es bei Artis? Was ist Artis überhaupt? Wo können wir da alle davon profitieren? Können wir es nutzen? Was steht dahinter? Ist alles im Fluss? Und wie geht es mit den Zahlen? Mehr darüber, weniger kryptisch als von mir, von ihm dann. Dann wird Lukas Greins von Blockbit.io was erzählen, was Blockbit bieten kann, um sozusagen seine Krypto-Trading-Aktivitäten im Überblick zu behalten, wenn ich das mal ganz leger zusammenfassen darf. Und dann, nachdem Kryptowährungen und die ganzen Aktivitäten damit ja nicht ganz im steuer- und rechtsfreien Raum unterwegs sind, kriegen wir einen extrem berufenen Input von der Nathalie Ensinger, ausgewiesene Expertin, Steuerberaterin in diesem Bereich und wird uns noch über Kryptowährungen und Steuern ein bisschen was erzählen.
Und das Ganze können wir dann zusammenfassen, indem wir am Ende noch eine sogenannte Q&A-Session machen. Da hoffe ich auf interessierte Fragen von Ihnen, von euch, damit alles, was nach diesen Inputs übrig geblieben ist, zu diskutieren, noch in der Q&A-Session machen können. Und ich glaube, es gibt da sicher einiges zu diskutieren. Alle, die da Inputs machen, sind extrem gut, sind Experten auf ihrem Gebiet und ich glaube, jede Frage kann hoffentlich da extrem spannend diskutiert werden. Deswegen will ich schon nicht lang aufhalten und bitte jetzt gleich einmal den Thomas auf die Bühne, damit er uns was zum Thema Blockchain erzählt. Du kriegst als Gast natürlich das Funkmikrofon und bist nicht so wie ich, wie der Schlagersänger mit dem Kabel unterwegs auf der Bühne. Da ist der Klicker und es müsste die Präsentation wahrscheinlich... Müssen wir da aufteilen. Okay, müssen wir wechseln. Jawohl, what the fuck is Blockchain? Schau mal. Hallo auch von mir. Ich bin der Thomas Nummer 2. Thomas Nummer 2 vom Lab10 Collective. Das Lab10 Collective ist der erste Blockchain-Inkubator in Österreich und ein bisschen darüber hinaus. Was machen wir beim Lab10 Collective? Nur ganz kurz, wir sind seit circa ein bisschen mehr wie 2 Jahren in dem Bereich Blockchain, Dezentralisierung und Privacy unterwegs und haben eigentlich so den ersten Startschuss Ende 2016 gehabt, da wo der Hype noch nicht so ganz da war. Da haben wir einen Blockchain-Startup-Contest in Graz veranstaltet, wo über 80 Startups aus dem Bereich Blockchain weltweit wirklich da waren und auch digital. Damals haben sie die gebettelt bei uns und um ein paar tausend Euro in Krypto den Wettbewerb gemacht. Das ist mittlerweile ein paar hunderttausend wert, das Preisgeld im Endeffekt, weil das so raufgeschossen ist. Und das Interessante für uns war eigentlich damals, dass wir gesehen haben, was tut sich an dem Markt und wie viele interessante Ideen gibt es. Und da waren einige dabei, die dann auch letztes Jahr, im Jahr 2017, wo das so gehypt ist, mehrere hundert Millionen Dollar in Funding eingespielt haben. Wir haben dann auch letztes Jahr ein paar Forschungsprojekte gemacht und dann Mitte des Jahres haben wir eine Mischung aus Kunstprojekt und Charity-Projekt gemacht auf der Fassade vom Kunsthaus in Graz. Da haben wir einen Monat lang ein Brettspiel gespielt, wo jeder aus der Welt mitspielen hat können und Kryptowährung schürfen hat können quasi durch den Einsatz von seiner Zeit und von die Gedanken. Und da haben wir dann auch Charity, also Geld für Privacy-Organisationen gesammelt im Wert von mehrere 10.000 Euro. Und jetzt, seit Ende des Jahres, sind wir dabei, dass wir unser erstes richtig großes Projekt fahren, was eh schon angesprochen worden ist, ein bisschen das Thema, das Projekt Artist, das soll ja eigene Blockchain, eine Plattform werden für die Sharing Economy und für die Subscription Economy. Und da sind wir eigentlich auch schon bei dem Thema jetzt, wo ich euch ganz kurz ein bisschen reinholen will, für die Leute, die sich schon auskennen vielleicht, nochmal Zusammenfassung für die Leute, die noch neu sind, um euch abzuholen, damit der Abend dann cool wird. Das Thema, was ist eigentlich Blockchain? Ganz kurz, ganz einfach, die Blockchain im Grunde, die Basis, die Idee ist nicht viel mehr wie ein einfaches Buchhaltungsprogramm, eine Tabelle. Man kann sich es vorstellen wie eine Excel-Tabelle. Da wo, wenn man es jetzt im Sinne von digitalem Geld, von zum Beispiel Bitcoin, also eine der ersten Anwendungen auf der Blockchain nimmt, dann ist es so, dass man sagt, man hat einfach irgendwo in einer Tabelle einen Sender, einen Empfänger und einen Betrag und ein paar Metadaten wie Zeitstempel und so weiter. Das wird aufgelistet und fertig. Wenn das jetzt so simpel ist, dann ist aber eigentlich die Frage eben, warum wird das Thema so gehypt? Warum sagen Leute, dass das vielleicht die Zukunft ist oder einen großen Teil der Zukunft, in der Zukunft beitragen kann? Im Grunde ist es deshalb, weil wir als Gesellschaft, wir als Menschen, kennen es eigentlich seit jeher so, dass wir einer zentralen Stelle vertrauen, einem Mittelsmann. Wenn es jetzt wieder das Thema Geld ist, dann vertrauen wir zum Beispiel unseren Banken. Wir haben ein Konto bei der Bank und müssen einerseits vertrauen, dass alle Transaktionen oder Überweisungen, die wir tätigen, also dass da mein Konto passt, dass das Empfängerkonto passt, dass der Betrag passt, dass das Überweisungsdatum oder die Überweisungszeit passt und noch viel mehr, wir müssen zum Beispiel auch der Bank vertrauen, dass die Informationen, die sie uns mitteilt, also zum Beispiel auf dem Kontoauszug oder beim Online-Banking, dass das stimmt und dass das wahr ist und richtig ist, weil wir können nicht wirklich reinschauen. Und das war eigentlich wahrscheinlich auch Auslöser für das Thema Blockchain, Bitcoin, dass man sich eigentlich gesagt hat, wir vertrauen diesen zentralen Stellen nicht mehr und vielleicht können wir mit
dem, wie weit wir in der Technologie sind, ein System erschaffen, wo wir nicht nur nicht dieser zentralen Stelle, also wie in einer zentralen Datenbank, nicht mehr vertrauen müssen, sondern vielleicht gibt es sogar irgendwas, wo es ein dezentrales System ist, wo wir niemandem vertrauen müssen, wo jeder komplett anonym sein kann und wo es eben so ist, dass es mir egal sein kann, ob irgendwer drinnen, der das Netzwerk erhält, ob der gut oder böse ist, weil ich nur diesem System vertrauen muss und keinen Menschen oder Personen oder was auch immer da drinnen. Und das ist eigentlich das Spannende oder das Revolutionäre, sagen wir, in der Blockchain. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen auf dieses digitale Geld, die erste Anwendung der Blockchain, Bitcoin, wie funktioniert das im Grunde oder ganz einfach gesagt? Ich habe da so eine Grafik mitgenommen, da sieht man das. Also im Grunde ähnlich wie eine Überweisung, wenn man so will. Wenn ich jetzt Geld überweisen will an jemanden anderen, dann gehe ich rein, habe eine Maske wie beim Online-Banking jetzt in diesem Fall, gebe den Empfänger ein, die Empfängeradresse, gebe den Betrag ein, sendet es an dieses Netzwerk. Da drinnen sind eben, wie wir vorher gesagt haben, diese anonymen Leute, anonymen, also im Prinzip Computer, die das Netzwerk aufrechterhalten. Da schicke ich diese Transaktionsanfrage rein. Diese Rechner sortieren diese Transaktionen dann in eine Art Datenblock ein. Und wenn genug gebündelt ist, wenn genug zusammengekommen ist, dann verschlüsseln die, also validieren die diese Datenblöcke mittels Verschlüsselungstechniken. Und wenn das so ist, dann wird das quasi in diese Blockchain geschrieben, in diese Blockkette und jeder kann zugreifen, drauf hinschauen und der Empfänger sieht dann, dass ihm nun eben dieser Wert gehört, beziehungsweise er darauf Zugriff hat, er mit dem was machen kann. Diese Leute, diese Teilnehmer in dem Netzwerk, die nennen sich Miner oder Schürfer, also wie beim Goldschürfen kann man sich das vorstellen. Und die sind dafür zuständig, dass sie eben diese Validierungen machen, die Berechnungen machen. Und dafür bekommen sie eine Belohnung im Falle von der Bitcoin-Blockchain, von diesem digitalen Geld in der Form von Bitcoin. Das ist auch ein Thema, was oft sehr umstritten ist. Eben dieses Thema, es wird sehr viel Energie verschwendet durch das, teilweise so viel Energie, wie man in einem ganzen Staat braucht. Warum ist das überhaupt nötig? Und auf das möchte ich ganz kurz eingehen, weil das hat hauptsächlich mit diesen Dingen, also mit dieser Validierung zu tun und mit den anonymen Teilnehmern. Ganz einfach deshalb, weil, wie vorher gewesen ist, also es kommen eben diese Sendungsanfragen von jedem, der irgendwas verschicken will, kommen rein. Diese Miner, die sortieren die quasi in Boxen ein, kann man sich das vorstellen. Und wenn eine Box voll ist, dann wird ein Pickerl draufgeklebt. Auf dem Pickerl steht drauf, wie in einem Aktenarchiv, die Nummer von der Box. Es steht drauf, der Zeitstempel, wann ist die Box zugemacht worden. Und es steht immer auch drauf, ganz wichtig, die Referenz zu der vorigen Box, damit diese Boxen nicht vertauscht werden können. Das heißt, die Miner sortieren eben diese Sendungsanfragen in die Box ein. Wenn die Box dann voll ist, wird sie zugemacht. Es wird ein Schloss draufgegeben quasi. Nur die Sache jetzt ist, man hat noch keinen Schlüssel für die Box. Es existiert quasi kein Schlüssel. Und jetzt beginnt es, wo eigentlich wirklich dieses Goldschürfen losgeht. Denn jetzt sind diese Miner, die Zehntausende, Hunderttausende Computer auf der Welt verstreut haben, probieren jetzt aus, so einen Schlüssel zu finden durch quasi Trial and Error. Sie probieren einfach Kombinationen, 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 bis dann, also Milliarden von Kombinationen pro Sekunde probieren sie aus, bis dann zufällig quasi irgendwer nach meistens so um die 10 Minuten in der Bitcoin-Blockchain den Schlüssel gefunden hat. Der steckt den Schlüssel rein, sperrt zu, klebt das Pickerl drauf und sagt, ich bin der Gewinner, ich habe den Schlüssel gefunden, könnt ihr alle nachschauen und bitte gebt mir meine Belohnung. Und so geht das Ganze weiter und weiter und je mehr Blöcke drauf folgen, umso sicherer werden auch die vorhergehenden Blöcke. Warum ist das jetzt nötig und warum muss man da so einen Aufwand betreiben? Das ist eben ganz einfach deshalb, wie ich jetzt erkläre, warum macht es das zur Fälschung sicher? Weil je mehr Blöcke draufstehen, umso schwieriger wird es, was zu ändern. Wenn wir uns jetzt einmal das anschauen, also hier als beispielhafte Zeichnung, diese Blockchain, wo die Blöcke übereinander gestapelt werden, ist eben diese Transaktionsboxen. Und zum Beispiel die Miner sind jetzt dabei, die allerletzte Box da oben, die Box 91, den Block 91 zu verschlüsseln. Und es will jetzt ein böser Spieler, will jetzt unten am Block 74 ändern. Was müsste er jetzt machen? Im Grunde, er müsste erstens diesen Block 74 ändern und müsste dann alle Blöcke bis 90 wiederholen, überall diese Milliarden von Versuche machen, dass er überall diese Schlüssel findet
Und noch viel schlimmer, er müsste auch diesen Block 91 lösen, validieren, bevor ihn alle anderen Computer, alle anderen 10, hunderttausende Computer im Netzwerk gefunden haben. Und das macht die Blockchain so fälschungssicher. Das heißt, was wir jetzt gehört haben bisher, ist im Grunde, diese Blockchain ist nicht viel mehr wie eine Tabelle, wie eine Excel-Tabelle, wo alles komplett transparent reingeschrieben ist. Das Interessante, wir kennen seit jeher immer nur zentrale Systeme, wo man einem Mittelsmann vertrauen muss. Und das ist jetzt die erste Möglichkeit über Technologie, dass man gar niemandem vertrauen muss. Alle können anonym sein. Es ist trotz dieser Anonymität sicher. Und interessant, es ist auch komplett egal, ob irgendwer was Böses oder was Gutes meint, weil ich nur dem System vertrauen muss und sonst niemandem. Aber bisher, über das wir geredet haben, Bitcoin, Blockchain, eigentlich nur über Geld, digitales Geld, aber nur Geld. Und es haben sich schon vor einigen Jahren Leute die Frage gestellt, wenn wir jetzt ein System haben, das komplett anders funktioniert als alles andere, was wir kennen, wo wir nicht diese zentrale Stelle brauchen, trotzdem komplette Sicherheit und Vertrauen haben können. Eigentlich müsste man da viel coolere Dinge machen können, wie nur Geld überweisen oder nur digitales Geld zu haben. Und das Interessante, was sich die überlegt haben, ist eigentlich, man kann alle möglichen Werte über die Blockchain abbilden, nicht nur Geld. Und noch viel mehr, man könnte sogar sowas machen wie eine Art dezentralen Weltcomputer, also ein Betriebssystem, das läuft, unabhängig von wer eingreifen kann oder wer nicht, oder es kann niemand eingreifen und das läuft einfach dahin. Und das Ganze nennt sich Smart Contracts. Das ist eigentlich das Thema, was vor allem 2017 so sehr im Fokus stand, der Blockchain. Ganz einfach, Smart Contracts, schlaue Verträge übersetzt. Also man hat im Prinzip Codeschnipsel, in die man sagen wir, kleine Computerprogramme einbinden kann, wo man Bedingungen festlegt. Also im einfachsten Fall, wenn dann Bedingungen, wenn man jetzt sagt, als Beispiel nimmt man vielleicht sowas wie Airbnb her, wo man sagt, man hat eine Geldüberweisung oder eine Geldtransaktion und irgendeine Erfolge. Also man könnte jetzt sagen, man bildet sowas auf der Blockchain ab und sagt, wenn ich vor einem Apartment stehe, dann überweise ich das Geld und sobald das Geld angekommen ist, geht das Schloss auf, ohne dass irgendwer was verifizieren muss, ohne dass irgendeine Firma dazwischen steht, sondern nur das Stück Code. Und das ist eigentlich das sehr Interessante an diesen Smart Contracts, wo man ganze Computerprogramme auf einer Blockchain aufbauen kann. Ein interessanter Use Case dafür ist zum Beispiel Versicherungen, was ich ganz kurz anschneiden will. Da war auch ein Unternehmen eben bei uns beim Blockchain Startup Contest 2016 dabei, das eine Flugversicherung auf der Blockchain, also im ersten Fall eine Flugversicherung, machen will. Und das Coole daran ist eigentlich, man braucht gar kein Versicherungsunternehmen mehr, sondern alles, was die Versicherung ist, ist eben dieses Stück Computercode. Und das wird einmal draufgeschrieben und kann dann von jedem immer verwendet werden quasi. Das heißt, man hat eine dezentrale und autonome Versicherung, die läuft, solange es die Blockchain gibt. Dadurch natürlich so Dinge wie höhere Effizienz, geringere Kosten, aber noch viel interessanter, eine komplette Transparenz von Anfang bis Ende. Und es gibt keinen Menschen, der irgendwie abwägen muss, was richtig, was falsch ist, sondern sobald eine Bedingung eintritt, wird das ausgeführt. In dem Fall, ich habe mal das mitgebracht, wie das funktioniert. Man hat im Prinzip einfach eine Maske, da gibt man einen den Flugtag, Abflughafen, Ankunftsflughafen, man wählt dann den Flug aus. Und dann ist es eigentlich quasi wie eine Wette, könnte man das fast sagen. Also man gibt seine Prämie ein und sieht dann, wenn jetzt der Flug ausfällt, also in dem Fall ist die Prämie $45 zum Beispiel, wenn der Flug ausfällt, bekommt man $300. Und das Ganze bestätigt man dann auf der Blockchain, interagiert damit, das ist quasi eine digitale Geldbörse, da schickt man das Geld hin. Und sollte jetzt dieser Fall eintreten, also sollte der Flug ausfallen, dann wird automatisch das Geld überwiesen, ohne dass irgendwer was machen muss. Das ist ein spannendes Thema und es gibt natürlich auch viele, viele weitere Anwendungen und das ist eigentlich das, wo sich jetzt vor allem im letzten Jahr so viel getan hat, weil man eigentlich gesehen hat, okay, für was könnte man das alles anwenden? Ein paar Beispiele habe ich jetzt mitgebracht, also eines ist zum Beispiel Finanzindustrie, was das sehr stark anwendet, bei Krediten, bei Vermögensanlage, Vermögensverwaltung auch, die komplett autonom stattfinden kann. Auch das Thema Eigentum, also da gibt es Staaten wie Schweden, die zum Beispiel das komplette Grundbuch schon auf der Blockchain haben, wo jeder transparent einsehen kann, wo jeder auch dann, wo Verträge vielleicht generisch abgebildet werden oder abgewickelt werden können.
Man hat dann auch das Thema staatliche Dienste, wo Registrierungen, Bewilligungen und so weiter, auch ein sehr, sehr spannendes Thema Identitäten, wo man dann zum Beispiel sowas wie Authentifizierungen, Zugangskontrollen hat, wenn man sagt, als Beispiel, man will irgendwas ab 18 Alkohol kaufen oder so. Warum muss der Automat wissen, ob ich zum Beispiel männlich oder weiblich bin? Eigentlich genügt doch das Alter. Und da kann man so über solche Dinge eigentlich nur Informationen preisgeben, die man will oder die auch nötig sind, zum Beispiel das erste Mal. Man braucht nicht einen kompletten Pass. Auch interessant in Zukunft vielleicht das Thema Internet der Dinge, wo es dann Maschinen geben könnte oder Systeme, die komplett autonom funktionieren und für sich eigenständig als Art Firmen existieren. Oder wo auch schon sehr viel gemacht wird, ist im Handel und in der Logistik, da wo vor allem IBM und Co. viel machen, im Schiffsverkehr, wo man Firmen hat, die zwar alles transparent sehen wollen, was passiert, aber die sich eigentlich gegenseitig nicht vertrauen. Und wenn man dann mehrere Firmen hat, eben, die interagieren miteinander oder interagieren müssen, dann will man nicht einer Firma zum Beispiel alle Transportdokumente oder die ganze Organisation überlassen. Und das kann man zum Beispiel auch sehr, sehr gut über die Blockchain abbilden. Und das ist eigentlich auch ein Thema, was wir bei uns im Lab10 Collective für uns gesehen haben, dass man einfach so viele Ideen ausprobieren kann. Es gibt hunderte, tausende, Millionen Dinge, wo man das einsetzen könnte, wo man experimentieren könnte oder kann. Und was einfach total spannend ist im Moment. Und ein so ein Thema ist eben, was jetzt der Thomas dann für uns noch hat oder für euch noch hat, das Thema Artis. Artis ist eine Blockchain, das viele, viele, viele von diesen Anwendungsfällen möglich macht. Und das auf eine Art und Weise, die sehr spannend ist und die auch praktikabel ist. Und da könnt ihr schon gespannt sein. Bei mir ist das jetzt das Ende. Es ist, glaube ich, nicht mehr viel Zeit da für Fragen oder so. Also falls irgendwer Fragen hat oder quatschen will, einfach nach den Vorträgen oder bei dem Antwort-Fragespiel danach. Ja, genau. Am Ende. Also es gibt jetzt eine ganz, 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 ganz dringende Frage zum Thema Blockchain, weil das ist die Basis allen dessen, was wir dann auch noch hören. Na, aber es gibt dann noch genügend Zeit, Q&A, und wir haben ein paar coole Getränke auch vorbereitet, um danach im 1:1-Modus noch weiterzureden. Aber super, danke für die Einführung in die Blockchain. Jetzt sind wir endlich alle ein bisschen gescheiter geworden und wissen Bescheid und freuen uns jetzt auf den Thomas, dem Urgestein der Grazer Blockchain-Szene, würde ich fast sagen, der uns jetzt erzählt, was sich hinter Artis versteckt. Invest in a future worth living in, das ist ja mal eine Ansage. Und was sich auch in den Initial Token Offering versteckt. ITO und ICOs sind ja gerade in unserer Startup-Umgebung so Buzzwords, wo alle die Dollars in den Augen haben. Ob das so ist und ob das alles so seriös ist und das Artis was ganz anderes ist, wird uns jetzt der Thomas erzählen. Ja, danke schön. So, ich darf Artis vorstellen, eben ein Blockchain-Projekt, und unterscheidet sie insofern von vielen Projekten, was man draußen sieht, weil es eben eine eigenständige Blockchain ist. Ja, das ist gar nicht mehr so leicht zum Transportieren. Vor 2 Jahren wäre es selbstverständlich gewesen, dass es eine eigenständige Blockchain ist. Da gab es diese ganzen Token-Offerings, die man jetzt so gesehen hat oder so, die gab es da alle noch gar nicht. Aber wir machen eben eigenständige Blockchain. So, wir haben jetzt da so ein Claim, das steht Streaming Money und Fair Coin Distribution drauf. Es gibt jede Menge weiterer Ideen und Konzepte, die wir dort einarbeiten wollen, aber wenn man zu viel auf einmal irgendwie sagt, merkt man halt auch, dass das quasi dann einfach zu viel ist auf einmal. Deswegen dann im 1:1-Modus oder die einzelne Frage oder so, die was dann im Nachgang gerne kommen kann. Wir haben einen hohen Fokus auf das, dass wir was Nachhaltiges machen. Ja? Und Nachhaltigkeit wird gern mit diesem Dreieck dargestellt. Man sollte sich um alle Dimensionen von Nachhaltigkeit kümmern und nicht eben nur auf das Ökonomische schauen. Und deswegen gibt es auch bei Artis quasi in jede Dimension hin eine Überlegung. Und das Erste, und wenn man jetzt in den ökologischen Part als erstes hernimmt, Kryptowährungen haben eben die, ich sage mal, denen wird oft nachgesagt, die brauchen viel Energie, das ist auch richtig. Aktuell ist es so, dass Bitcoin und Ethereum circa so viel Strom verbrauchen wie Österreich.
Also diese zwei Kryptowährungen brauchen eben so viel Strom wie Österreich gesamt. Und dann stellt sich die Frage, ja, wie kommt man denn weg von dieser Thematik? Und das Konzept dazu heißt Proof of Stake. Dort wird einfach ein anderes Sicherheitskonzept, das wie eben hoher Energieverbrauch verwendet. Und sowas werden wir bei Artis gleich von Anfang an machen. Dann haben wir technische Weiterentwicklung, die nennen wir Streams, da gehen wir ein bisschen genauer drauf ein. Und dann auch noch ein Thema zur Verteilung der Coins. Die Coins werden heute immer an Miner vergeben, also diejenigen, die die Blöcke, wie der Thomas gerade vorher erklärt hat, errechnen und als erstes errechnen. Die kriegen in der Regel die neu geschöpften Coins, die in solchen Blockchains erzeugt werden. Und da haben sie wieder ein anderes Konzept überlegt. So, die Streams. So, vor kurzem haben wir auf Facebook was postet und dann kam die Frage von jemand, der sie auskennt, was ist der Unterschied zu Raiden? So, jetzt muss ich ganz kurz ausholen. Es gibt Dinge, die passieren auf einer Blockchain und es gibt Dinge, die passieren außerhalb von einer Blockchain. Ja, es gibt so eine Art zweite Lage. Ja, da Lightning ist da so ein Konzept und Raiden ist ein Konzept. Und das hat gewisse Nachteile im Bereich Sicherheit. Ja, das hat im Endeffekt ein Sicherheitskonzept, das halt zusätzlichen Aufwand verursacht und deswegen kam die Idee auf, warum machen wir das nicht auf der Blockchain? Und das, es gibt auf YouTube ein interessantes Video, was dann zeigt, wie man eine Subscription machen kann, ohne dass man sie registrieren muss irgendwo. Das heißt, man kann quasi ohne jegliche Registrierung kann man einen Geldfluss einschalten und der läuft dann, bis das ihn wieder ausschalte. Ich muss mir aber dafür nicht registrieren, ich muss einfach nur quasi eine Transaktion machen, dann startet quasi der Geldfluss auf ein anderes Konto und dann mache ich wieder eine Transaktion und dann stoppt dieser Geldfluss auf das andere Konto. In Wien haben wir mal eine Frage gehabt, könnt ihr damit irgendwie ein Restaurant machen, wo die Leute billig einen Kaffee kriegen und einfach für die Anwesenheit zahlen, während sie erinnern an ihrem Kaffee. Ja, das wäre zum Beispiel ein möglicher Use Case, wo man heute Schwierigkeiten hätte, das irgendwie ohne Registrierung und sonst irgendwas zu machen, könnte man da relativ simpel realisieren. Das heißt, wir bauen eigentlich drauf, dass wahrscheinlich neue Ideen kommen, wenn man überhaupt so eine technische Möglichkeit dann mal hat. Das nächste ist die Verteilung von Coins. So wie ich vorher gesagt habe, Miner sind die, die heute die Coins kriegen, die geben die dann auf einen Exchange. Auf dem Exchange können wir uns die in der Regel kaufen. Also fragt dann normalerweise, ist jemand da, der es auch selbst meint? Weil es gibt meistens doch ein paar, ja, einer, zwei, ja. Also im Prinzip Mining wird schon eher zur Seltenheit, ja. Es ist ja bei den großen, Mining ist ein ganz normales Business geworden, man braucht viel Strom, man braucht einen billigen Strom, meistens ist man in der inneren Mongolei oder in Island oder bei irgendeinem Wasserkraftwerk, das sonst den Strom irgendwie verkaufen müsste und auch nicht viel kriegt dafür. Also im Prinzip, Mining macht dann Sinn, wenn ich eben billigen Strom habe und es irgendwie eher kühl ist dort, wo ich bin. Dann verdiene ich am meisten und dort quasi siedeln sie dann logischerweise aus Gründen der Ökonomie die meisten an, was Mining betreiben. So, jetzt haben wir gesagt, das wollen wir anders haben und normalerweise wird da unten jetzt, da wo die Knoten stehen, da würden normalerweise alle Coins hinfließen und dann würden sie so in der Kette nach oben gehen. Also wenn man sagt, da, das sind jetzt unsere Einteilungen, die wir im Netzwerk haben, dann schaut das bei uns etwas anders aus. Da kriegen die Knoten so circa 6%, dann die Registrare, das ist quasi ein Registrierungsprozess, der Members in die Chain reinnimmt oder quasi reinnimmt in einen Prozess, wo Coins verteilt werden. Dort fließen dann schlussendlich an, ich sage mal ganz normale Menschen wie wir, 75% aller Coins, die jemals in dem System quasi generiert werden. Wir haben in dem System 21 Milliarden Coins und eben 75% von denen gehen einfach an Menschen, die anonym in dem System registriert werden. Bin schon gespannt auf die Fragen, die nachher kommen zu dem. Man muss solche Systeme dann aber auf der anderen Seite absichern. Jetzt habe ich gesagt, wir machen kein
energieintensives Mining. Das heißt, wir brauchen sowas wie einen Stake. Das heißt, jemand muss was hinterlegen und mit dem quasi garantiert er, dass er auch ehrlich bleibt. Und das ist dann auf der Trustnode-Ebene, sind es umgerechnet. Die müssen Coins hinterlegen, also ATS, aber umgerechnet jetzt zu dem Ausgabepreis, was wir beim Ausgabe von den Tokens haben, 50.000 Euro, bei den Freenodes sind es 10.000 Euro und bei den Registraren 500 Euro. Das heißt, all diese Ebenen können dann entsprechend besetzt werden, je nachdem, wo es an näher hinzieht. Ja, wenn man eher so auf der Mining-Ecke zu Hause ist, wird man halt, je nachdem, wie dick die Bildbrieftasche ist oder so, kann man sich irgendwie auf Trustnode oder auf Freenode-Ebene bewegen, ansonsten halt auf der Registrar-Ebene. Ich würde da jetzt gar nicht noch recht viel mehr sagen oder so. Ich warte einfach auf ein paar Fragen, was dann später noch kommen zum System. So, jetzt, wir haben im Endeffekt das Thema rechtliche Lage, die ist nicht zwangsläufig klar definiert. Das heißt, wir haben eine sehr dynamische Umgebung und die dynamische Umgebung führt dazu, dass man halt eine Gesetzgebung hat, die nicht unbedingt auf die ganzen neuen Begrifflichkeiten, die man da irgendwie so hat, halt irgendwie gestrickt ist. Ja, das heißt, was ein Coin und ein Token ist, ist schon gar nicht klar. Ja, die einen reden nur von Tokens, die anderen reden nur von Coins und wir in Österreich bemühen uns, das irgendwie auseinanderzuhalten. Wir sagen meistens das, was auf einer Blockchain ist, also der Native Coin. Und wenn ich dann da draußen einen Token generiere, der mit der Blockchain zusammenhängt, dann rede ich von einem Token. Die Schweizer reden nur von Token. Die andere reden nur von Coins. Das heißt, selbst wenn man jetzt international kommuniziert in irgendeiner Weise, läuft man Gefahr, dass man sie permanent missversteht. Ja, was auch immer, dass man irgendwie sagt. Es gibt Lizenzierungsthemen. In New York gibt es die BitLicense, dort muss man Lizenz haben, wenn man irgendwas mit Blockchain-Sachen macht. In anderen Bereichen gibt es das auch. ERC20 ist quasi ein Token-Standard. Das ist das, was auch quasi bei Artist der Token ist, der was jetzt dann in dem Token-Offer verkauft wird. Aber von diesen Token-Standards gibt es ganz viele. Deswegen habe ich da jetzt einen ERC-721 hingeschrieben, weil der relativ berühmt worden ist in Form von Crypto-Kitties, kleinen Kätzchen, die man auf Blockchains handeln kann und miteinander paaren kann, um wiederum frische Blockchain-Kätzchen zu erzeugen, die man dann verkaufen kann. Und wenn sie selten sind, dann kosten die dann über 100.000 Dollar. Ja, rein digital erzeugtes Gut, was verkauft werden kann, aber eben nicht dupliziert werden kann. Was sind Gutscheine? Was ist quasi eine Security? Die Amerikaner tun sie furchtbar schwer und dann haben sie eben noch viele Bundesstaaten, die tun sie dann noch schwerer. Nationale Regulierungen in irgendeiner Form. Decentralized Autonomous Organization, das ist das, was da unten steht. Eine DAO. Auch so ein Konstrukt, ja, kann man rechtlich ganz schwer einordnen. Das Recht tut sie überhaupt furchtbar schwer mit Dingen, die keinem gehören. Ja, also wenn ich ein dezentrales System habe, da wo man jetzt sagen, wenn Kern das setzt, ja, dann merke ich immer, dann wird es ganz schwierig mit Anwälten. Das ist, wenn man sagt, nehmt, das geht nicht. Ja, irgendwer muss verantwortlich sein, irgendwen muss man es kreuznageln können, wenn es nicht funktioniert. Also ganz, ganz schwierig. Natürlich Konsumentenschutz spielt da rein. Ist ein schwieriges Thema generell, wenn irgendwas dezentral betrieben wird. Das soll nur einen Überblick geben. Das ist quasi die erste Klasse aus einem vor kurzem publizierten Dokument von MME. Das ist eine große Anwaltskanzlei, die meisten Token-Offerings und Coin-Offerings in der Schweiz macht. Da auf der linken Seite hat man die verschiedenen Klassen. Blockchain Crypto Property sind verschiedene Klassen und ich habe jetzt nur die erste da mal her dann und quasi ihr könnt gerne die Folien nachher haben und das selbst nachlesen, ist ein recht umfangreiches und gut geschriebenes Dokument aus meiner Sicht. Artis bewegt sich da erinnern, da bei Ether, Ethereum Classic und Cardano, Lisk und so. Das heißt, wir sind da in dem Bereich, No Legal Counterparty, Decentralized Ecosystem, Infrastruktur, Access Token, Coin hätten wir in Österreich gesagt. Ja, da bewegen wir uns herinnen. Darüber ist Bitcoin und Litecoin, Monero, Zcash. Für jeden, der jetzt neu
zu dem Thema ist, gibt ganz viel Kryptowährungen, 700, jeden Tag werden es mehr, jeden Tag kann sich jeder seinen eigenen Coin machen, aber irgendwann hat man das auch intus, dann ist es nicht mehr so was Besonderes oder so, dann sind es einfach nur viele mögliche Währungen, die man eben bewegen kann. Aber wie gesagt, das soll eigentlich nur aufzeigen, dass alleinig die Klassifizierung von solchen Sachen relativ komplex ist und schwierig ist. So, was tun wir jetzt denn mit dem Artist Token Sale? Wir fangen am Donnerstag an mit dem Initial Token Offering und es gibt bis 30.09. eine Refund Period. Das heißt, in diesem Zeitraum kann man sich das, den Ether, den man dort reinzahlt, also quasi das, der Coin, der auf der Ethereum Blockchain ist, kann man sich wieder rausholen. Wenn man ihn drinnen lässt, dann wird er quasi ab dem 30.09. eingesperrt und ab dem 26.10. werden die Tokens generiert. In der Zwischenzeit machen wir Finanzmarktaufsichtsanfrage. Ja, es ist aufgekommen, dass wir quasi dort nochmal eine Frage stellen sollten an die Behörde. Machen wir gerne. In der Zwischenzeit gehen wir auch davon aus, dass wir eine Stiftung gründen können, die dann die Gelder entsprechend verwaltet. Und sollte das da irgendwie nicht funktionieren oder so, sondieren wir halt auch Alternativen in anderen Ländern. Ja, dass man irgendwie sagt, okay, wo könnte man sonst hingehen, wenn es in Österreich einfach schwierig ist, oder solche Dinge zu machen. Vielleicht noch eines, in der Zeit, ja, gibt es quasi, es gibt natürlich ein kleines Goodie oder so, wenn man früh drinnen ist, dann hat man 10% per anno zusätzliche Bonustokens, die man eben kriegt. Und je knapper das es da hinten hingeht oder so, umso weniger von diesen Bonustokens kriegt man halt dementsprechend. Ja, das soll schon irgendwie Sinn machen, jetzt schon was reinzulegen. Wenn man es wieder rauszieht oder so, dann hat man sein Geld wieder, aber kriegt natürlich auch keine Bonustoken. Ja. So, wie funktioniert das? Das kann man durchaus allgemein sehen. Für alle, die eben über die Ethereum-Chain so einen Token Sale machen. Man besorgt sich irgendwo Ether. Ja, und man kann das bei der Firma Coinfinity machen. Die waren heute so nett und sponsern die Getränke. Also die coolen Getränke, die kommen von Coinfinity heute. Oder man kommt am Mittwoch zum Satoshi Square und besorgt sich dort einfach ein paar Kryptos von anderen Leuten. Ja, Mittwoch werden wir dann am Schluss auch nochmal irgendwie entsprechend erwähnen. Dann geht man auf Artis Eco, lässt sie dort whitelisten. Das heißt, man gibt seine ganzen Daten an, die halt notwendig sind, damit man eben auch einzahlen kann. Dann transferiert man Ether an einen Smart Contract, an die Smart Contract Adresse, wo man es eben wieder zurückholen kann. Dann kriegt man am 26.10., wir haben irgendwie gesagt, einen ATS, den gibt man am besten am österreichischen Nationalfeiertag aus. Gibt man am 26.10. ist dann der Token Generation Event. Dort werden dann die RTS-Token entsprechend generiert und auch verteilt, dann in der Folge halt. Und mit diesen RTS-Token swappt man quasi auf die neue Blockchain hin. Das heißt, die neue Blockchain, wenn die dann läuft, geht man quasi über diesen RTS-Token, was auf der Ethereum-Chain ist, geht man quasi auf einen Coin auf der neuen Blockchain. Ja, das ist die Logik, was dahinter steckt. Bei vielen von den aktuellen Projekten wird das so gemacht. Mittlerweile ein gewisser Standardprozess, dass man eigentlich über Ethereum den Token rausgibt und dann quasi das Mainnet aufbaut, das neue Blockchain-Netzwerk und dort dann entsprechend migriert. So, das war's von meiner Seite aus. Dankeschön. Danke, Thomas. Das Thema wirft sich einige Fragen auf, deswegen vielleicht die Fragen notieren und zum Schluss ihn dann und alle anderen Präsentatoren und Präsentatorinnen dann bombardieren mit den Fragen. Wir gehen jetzt weiter, der Julian kommt schon nach vorne und wird was erzählen über Blockbit für alle, die Kryptowährungen handeln und halten. Vielleicht spannend, wie man Portfolio-Management macht und sobald wir den Apple dazu gebracht haben, richtige Präsentation zu zeigen, können wir losstarten. Passt, ich glaube, funktioniert. Bitte. So, grüß euch auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich heute da sein darf.
Ich bin heute von Linz zusammengekommen, war eher ein bisschen eine spontane Geschichte. Ich vertrete unseren CEO, der ist heute auf der Blockshow in Berlin. Und ja, also ich sehe es, ich habe ein bisschen größere Community wie wir in Linz haben. Wir haben nämlich erst im Juni unser erstes Meetup, aber ja, gefällt mir. Gut, so, also der Graph, der wird einigen vielleicht ein Begriff sein, das ist die Marktkapitalisierung von allen Kryptowährungen über einen gewissen Zeitraum. Jetzt ist das Spannende, dass das jetzt nicht ein Zeitraum von 4, 5, 6 Jahren ist, sondern das ist wirklich nur das Jahr 2017. Und da merkt man eigentlich, wie stark der Markt gestiegen ist. Und infolgedessen sieht man eigentlich, dass wenn man jetzt in dem grünen Bereich bzw. in den Jahren davor eingestiegen wäre oder eingestiegen ist, dass man da extreme Gewinne gemacht hat. Und das heißt natürlich auch, das ist irgendwie mit Steuern verbunden. Jetzt ist das Thema Steuern per se schon nicht das einfachste Thema. Jetzt vereint man das noch mit Kryptowährungen, das macht das Ganze jetzt auch nicht besser. Und das Komplexe ist eigentlich, dass da war ein weit verbreiteter Irrglaube, dass nur Coins zurückgetauscht zu Fiat, sprich Dollar oder Euro, zu versteuernder Prozess ist. Aber nein, das ist nicht so. Es ist nämlich auch der Coin-zu-Coin-Tausch als steuerrelevanter Vorgang unter der Halterfrist von einem Jahr in Österreich und Deutschland. Und wenn das dann noch dazu kommt mit Bounty-Campaigns oder mit Airdrops oder mit ICOs, dann ist das natürlich umso komplexer. Und dem haben wir uns quasi mit Blockbit gestellt. Das heißt, was ist jetzt das grundsätzliche Problem? Viele glauben, ja okay, Bitcoin, Kryptowährungen sind eh anonym. Ja, dem ist aber nur bedingt so. Und da kommen wir mal schon weiter, dass da wo viel Geld im Markt ist, da kommen dann natürlich die Regierungen. Hoppla. Da kommen auch die Regierungen ins Spiel und das wird natürlich immer interessanter und die haben jetzt schon eigene Teams, die was quasi die Blockchain crawlen und da einfach auf der Suche sind nach irgendwelchen verdächtigen Aktivitäten in Form von Steuerhinterziehung oder sonstigen. Eine zweite Geschichte, was jetzt da noch dazu kommt, ist, dass wenn man auscashen will und bei Beträgen ab 10.000 Euro, das muss aber nicht einmal 10.000 Euro sein, das kann auch öfters 10.000 oder 10 mal 1.000 Euro sein, dass die Bank quasi da überprüfen muss, wo das Geld herkommt. Aufgrund der fünften EU-Geldwäscherichtlinie ist das quasi jetzt in Kraft getreten. Und das ist natürlich jetzt eine ziemlich spannende Geschichte, weil wenn ich jetzt auscashen will und meine Steuern jetzt da vielleicht nicht ordnungsgemäß deklariert habe, die Bank kann das eventuell dann weitergeben ans Finanzamt oder wird es weitergeben und dann habe ich natürlich ein Problem. Die dritte Sache ist, wie man vielleicht ab und zu einmal gelesen oder gehört hat, dass zum Beispiel in Amerika die Steuerbehörde, die IRS, Coinbase quasi, nennen wir es einmal, ja, nett ausgedruckt, gefragt hat oder eher gezwungen hat, dass 13.000 User-Konten quasi offenlegt für sie, dass sie wirklich überprüfen können, wie da in Bezug auf Steuern vorgegangen worden ist von der User-Seite her. Jetzt, wie kommt jetzt Blockbit ins Spiel? Also, was wir machen ist, dass wir da Kryptowährungstrader unterstützen, dass wir gesammelt Transaktionen von verschiedenen Exchanges über zum Beispiel API-Schnittstelle bzw. über CSV importieren bei uns in der Plattform und somit die gesamte Steuerthematik automatisieren. Das heißt, man hat dann auch quasi in Real-Time quasi über die API bekommt man direkt die Daten raus auf unserer Plattform. Und im weiteren Schritt generieren wir dann quasi einen Report und mit dem Report kannst du eine Einkommensteuererklärung machen beziehungsweise gehst zum Steuerberater und schaust da gemeinsam noch mit drüber. Das hat den Zweck, dass einfach so viel Spezialfälle eben, wie genannt, wie Forks oder Airdrops und so weiter gibt, die was einfach ja, sehr komplex sind und da ist natürlich gut, wenn man sich mit einem Steuerberater immer zusammentut und das nochmal drüber schaut. Was wir wirklich machen ist, dass wir das vereinfachen, dass man dann nicht da Excel hat und da Excel und da vielleicht eine Notiz irgendwo mal aufgeschrieben, weil man den Trade gerade gemacht hat und da auf der Exchange was hat, sondern wirklich dann bei uns alles gesammelt hat und dann macht es natürlich auch Sinn, dass man da gemeinsam mit dem Steuerberater zum Beispiel das dann auch ausarbeitet. So, wie schaut der Markt grundsätzlich aus? Ich meine,
die Zahlen immer, sind immer mit Vorsicht zu genießen, wenn man so sagt, okay, weltweit sind 50 bis 70 Millionen Kryptowährungshalter. Das ist natürlich in diversen unterschiedlichsten Quellen also verschieden und da muss man wirklich drauf schauen, dass man da doch ein valides quasi Ergebnis rauskriegt. Was für uns aber relevant ist, sind wirklich die Trader und da haben wir gesagt, das werden ein Viertel von den ganzen Halter sein. Was in der Zukunft spannend wird, sind die ganzen Anwendungsfälle von der Blockchain auch auf Firmenseite. Das heißt, große Unternehmen forschen da sehr intensiv dran. Gerade in Oberösterreich kriege ich da relativ viel mit. Und da ist natürlich auch spannend, wenn die wirklich ein Token Economics drumherum bauen, dann ist das natürlich auch für ein Tool, gerade in steuerlicher Hinsicht, ein ziemlich großer Markt in Zukunft. Wie geht es bei uns weiter oder was ist passiert? Also wir haben wirklich die Idee aus dem eigenen Need heraus gehabt. Es gibt nicht wirklich funktionsfähige, coole Tools, die was auch einfach zu bedienen sein, weil Kryptos werden immer marktfähiger und da bedarf es einem Tool, das was jetzt einfach zu handeln ist. Und haben dann am 1. Jänner auch unsere Beta-Version quasi der Plattform rausgebracht. Die ist ja nach wie vor, also eine offene Beta kann sich jeder anmelden. Wir haben um die 1200 Nutzer derzeit und mit Fokus natürlich auf Österreich, Deutschland. Da ist die Gesetzeslage in Bezug auf Steuern relativ ähnlich. Und das macht für uns einmal Sinn, so ein relativ überschaubarer Markt. Haben uns dann entschieden, Ende Februar bzw. Anfang März, dass wir wirklich sagen, wir machen ein ICO, weil wir auf ein komplettes Ökosystem hinarbeiten, beziehungsweise auch für unsere Bezahlmethode eben unseren eigenen Token generieren, weil das ein bisschen mehr sein sollte wie so ein klassisches Freemium-Modell. Im August ist dann der Public Sale, jetzt haben wir derzeit gerade im Private Sale. Und ja, geplant ist der Launch der Plattform wirklich wirklich von der Beta-Plattform zur offiziellen Live-Plattform am 1. Jänner nächsten Jahres mit der ganzen Token-Ökonomie drumherum. Also da ist dann wirklich schon alles fix fertig. Wer sind wir? Also das war der Florian Wimmer gewesen, der was heute eigentlich da sein hätte sollen. Wir sind doch schon ein bisschen größeres Team. Und als Kryptowährungstrader aus verschiedensten Bereichen, Sales, Marketing, Technik, wir haben ein ziemlich cooles Developer-Team zusammengestellt und auch natürlich mit der Expertise von der steuerlichen Seite, von der KPMG und andere Partner, unter anderem am NEM und RIAT, das Forschungsinstitut in Wien, wo wir gerade ein Forschungsprojekt gestartet haben, beziehungsweise eben auch Coinfinity, mit denen wir jetzt in den nächsten Monaten noch enger zusammenarbeiten werden und doch schon einige Sachen auch gemacht haben. Und natürlich auch von der Rechtsseite unsere Anwälte. Keine Ahnung dazu. Ja, das war es so von meiner Seite. Eine Sache vielleicht noch. Also wie gesagt, offene Beta, es kann jeder nutzen. Wenn einmal jemand nur wissen will, was hätte ich an Steuern zu zahlen. Wir sind komplett anonym, wir verlangen keine KYCs. Einfach einmal E-Mail-Adresse und Passwort und einfach mal durchrechnen lassen, ein bisschen das Tool sich ein bisschen anschauen. Und ja, das war es so von meiner Seite. Wenn es Fragen gibt, ich glaube, ich war ein bisschen schneller, also bitte. Was gibt es noch? Eine spontane Frage, bitte. Jetzt sagst du mal das Automated Tax Reporting. Die erste Frage, die sich dir stellt, ist, sollte ein Fehler passieren? Wurscht, von welcher Seite? Wer wird die Verantwortung? Das ist die Verantwortungsfrage. Ja. Genau. Also deswegen auch bewusst, wir arbeiten auf ein Ökosystem hin, auch mit Steuerberatern, also als Partner, dass man wirklich sagt, okay, du hast da einmal das Grundtool von uns, die Steuerberater sind auch bei uns quasi in der Plattform mit integriert. Die User können dann bewusst zu den ausgewählten Steuerberatern, die was jetzt doch eine relativ überschaubare Zahl noch sein. Und wenn das dann User aus Österreich weit sind, die was jetzt nicht zum Beispiel in Graz jetzt genau eben wie Frau Enzinger kennen, dann ist das natürlich doch auch eine ganz coole Geschichte, wenn die dann doch quasi über die Plattform zu der Steuerberatung kommen. Und dann natürlich stellt sich die Frage nicht mehr. Wir sind aber, das Tool ist KPMG assigned. Das heißt, da hat eine Überprüfung sowohl auf technischer Seite als auch auf rechnerischer Seite stattgefunden. Natürlich kann immer, wie es überall ist, es können immer Fehler passieren, sei es auf der User-Seite, sei es auf irgendeiner anderen Seite. Und deswegen haben wir dann schon ein paar Möglichkeiten. Genau. Ja, danke. Mehr Möglichkeiten zum Fragen in Kürze. Jetzt haben wir die Steuerberaterin, die jetzt schon des Öfteren angesprochen worden ist, als Branche und auch als Person. Hier auf der Bühne, Natalie Enzinger wird uns jetzt aus berufenem Munde erzählen, die
Basics ist nicht mein PC, aber probieren wir mal. Den Termin da mal schließen und dann ins. Okay. Ja, jedenfalls Ensinger Steuerberatung, würde ich sagen, da am Standort die berufensten, wenn es ums Thema Bitcoins und Kryptos und ähnliche Themen geht, steht sogar am Rollup Blockchain und Kryptotex. Und jetzt werden wir ein bisschen einen Input kriegen zu dem Thema. Danke. Ja, guten Abend auch von meiner Seite. Ich habe da die Ehre, über das Steuerrecht zu sprechen. Das ist das, wo dann zum Schluss die Trader, wenn sie mal draufkommen, dass doch Steuern anfallen, ziemlich geschockt aus meiner Kanzlei oft gehen, ja, was man da alles beachten muss. Und heute werden wir so diese steuerrechtlichen, naja, Basics einmal kurz uns anschauen. Wobei ich gleich sagen muss, das ist eine ständige Weiterentwicklung. Also es gibt ja jetzt auch schon Aussagen zum Trading logischerweise von der Finanzverwaltung, es gibt Aussagen zum Mining, ja. Aber wir schauen da schon viel, viel weiter, weil in Wahrheit geht es schon um, was ist mit Staking, was ist mit den anderen Konsensalgorithmen, wie schaut es da aus, wenn ich daraus Coins kriege. Ja? Das sind alles Fragen, die sozusagen momentan meines Erachtens die Finanzverwaltungen oder auch die Politik dahinter sozusagen ein bisschen verabsäumen, weil man muss immer hinterherlaufen sozusagen. Ja? Das ist halt, bringt halt eine gewisse Rechtsunsicherheit mit sich. Zu Beginn möchte ich ein bisschen darauf eingehen, ganz generell, also was machen wir? Also wir schauen uns hier mal grundsätzlich Mining an, das Trading ein bisschen aus der steuerlichen Perspektive und natürlich das Initial Token oder Initial Coin Offering oder Token Generating Event oder wie auch immer. Ja. Also da gibt es ja schon zahlreiche Begriffe, wie man das steuerlich behandeln könnte. Und bitte beachten Sie auch den Haftungsausschluss, weil natürlich ich hier keine entgeltliche oder keine unentgeltliche Beratung anbieten kann, weil in Wahrheit auch, es auch sehr komplex ist. Ich merke immer wieder, dass dann so viel, man muss so viel nachfragen, ja, dann gibt es ja 700 Coins, dann geht es ja darum, wie funktioniert der, was ist genau, wie kann man es einordnen und was sind die steuerlichen Folgen diesbezüglich. Ja. Gut, schauen wir uns einmal an, was, das ist leider jetzt ein bisschen komisch, bei der Präsentation können wir da irgendwas machen, ist ein PDF, hätte ich nicht mehr gehabt, gell? Kann man das vielleicht irgendwie? Das ist früher gegangen, jetzt weiß ich schon, ich weiß schon. Das ist immer die. Jetzt ist besser, genau. Vielleicht schauen wir uns zu Beginn einmal an, wie klassifiziert jetzt das BMF, Bitcoins und man darf jetzt auch schon sagen, Kryptowährungen, weil zu Beginn 2014 hat es nur Aussagen gegeben, was sind Bitcoins oder wie stufen wir sie ein, aber jetzt mittlerweile kann man schon sagen, alles was ähnlich ist wie Bitcoin, also auch alle anderen Kryptowährungen, die so ähnlich funktionieren, als Zahlungsmittel sozusagen, kann man gleichwertig behandeln. Ja. Also wir haben, was BMF einmal jedenfalls sagt, wir haben kein Finanzinstrument, ja, wir haben auch kein gesetzliches Zahlungsmittel. Also gesetzliches. Es ist, kann sehr wohl Zahlungsmittel sein, aber kein gesetzliches. Ja, das ist ganz ein wichtiger Unterschied. Und es ist auch keine Fremdwährung. Weil im Steuerrecht gibt es für Fremdwährungen oft, da gibt es einige so Besonderheiten. Und die kann man aber nicht anwenden bei Kryptowährungen. Was wir haben ist aber, oder was wir haben ein, so eine Kryptowährung ist ein unkörperliches, nicht abnutzbares Wirtschaftsgut. Also eine Sache. Ein digitales Gut, kann man sagen. Ja. Das ist deswegen wichtig, weil natürlich im Steuerrecht dann alle Regelungen anzuwenden sind, die halt für so Wirtschaftsgüter sozusagen anzuwenden sind. Schauen wir uns gleich noch eine wichtige, es gibt nur eine einzige Rechtsprechung zum Thema Kryptowährungen, kommt hoffentlich bald noch mehr, also bin schon gespannt, aber das war eine zum Umsatzsteuerrecht und zwar ging es da dem sogenannten Fall Hedqvist, das war ein schwedischer Bitcoin-Händler. Der hat im Jahr 2014 an den EuGH eine Rechtssache herangetragen. Da ging es um, naja, der hat nichts anderes gemacht eigentlich als die Coinfinity oder die anderen, die in Österreich tätig sind. Er hat getauscht Bitcoin gegen konventionelle Währung und auch umgekehrt. Und da ging es um die Frage, naja, kann ich, es ist nämlich so, im Umsatzsteuerrecht gibt es für gesetzliche Zahlungsmittel eine Steuerbefreiung, eine Umsatzsteuerbefreiung. Und die Frage war natürlich, kann ich diese gesetzliche Zahlungsmittelbefreiung auch für die Bitcoin anwenden, weil es ist ja sowas Ähnliches wie ein Zahlungsmittel. Ja, der EuGH hat dann gesagt, naja, es ist zwar keine gesetzliche Zahlungsmittel, aber es hat die Funktion eines Zahlungsmittels und im Umsatzsteuerrecht
War das ausreichend, dass man gesagt hat, naja, auch hier ist die Steuerbefreiung anzukennen? Also Bitcoin sind sozusagen ein funktionales Zahlungsmittel und diesbezüglich gab es sozusagen dann halt sozusagen auch die Anwendbarkeit dieser Steuerbefreiung, die jetzt eigentlich im europäischen Raum eigentlich auch, also man kann sich auf diese Rechtsprechung natürlich berufen. Die Frage ist immer, ob es der gleiche Sachverhalt ist natürlich. Ja. Aber grundsätzlich ist das sehr positiv gewesen. Österreich hat sich diesbezüglich, also es war dann immer die Frage, naja, wie schaut es jetzt aus mit, kann ich die Rechtsprechung anwenden auf andere virtuelle Währungen, die ähnlich sind? Und da ist mittlerweile jetzt sogar so, das hat unlängst eine parlamentarische Anfrage gegeben an das BMF, wo eben auch die Frage formuliert worden ist, wie das ist, ob Hedquiz dem auf alle Kryptowährungen angewendet werden kann. Da ist sozusagen auch gesagt worden, dass eben es ist anzuwenden, die analog zu Bitcoin Zahlungsmittelzwecken dienen. Ja. Mit der Umsatzsteuer ist natürlich nur ein Thema, jetzt, das ist vielleicht nicht für jeden relevant, das ist natürlich für die Leute interessant, die Unternehmen betreiben. Und da ging es eben darum, in dem Fall, jemand, der Bitcoin verkauft im Rahmen eines Gewerbebetriebes, wie hat der, muss der Umsatzsteuer verrechnen oder nicht? Ja, und in dem konkreten Fall war es dann so, dass das ohne steuerbefreit war. Also ja, diese Rechtsprechung war ziemlich einzigartig und man hat sie eigentlich versucht, also das ist die einzige und hoffentlich nicht die letzte, also da bin ich mir sicher, aber die hat schon sehr, sehr viel aufgerüttelt und hat auch sehr viel gebracht, grundsätzlich für die ganzen Bitcoin-Händler, weil die natürlich dann aufgeatmet haben, wie das dann wirklich so entschieden worden ist. Weil vorher war man halt in einer totalen Rechtsunsicherheit. Ne? Okay, gut. Zum Mining haben wir schon, also das, was der Miner macht, ist heute schon sehr gut von Thomas erklärt worden, hat mir irgendwie sehr gut gefallen, das war super. Da geht es grundsätzlich einmal, also das Thema Mining, ja, ist, wie gesagt, wird wahrscheinlich irgendwann einmal abappen, ja. Aber da ist eben ganz klar, dass der Miner, der sozusagen jetzt wirklich sozusagen Spezialhardware nutzt, ja, und Strom benutzt, um sozusagen diese Validierungsleistung durchzuführen, und daraus eben mit Glück natürlich sozusagen Block Rewards erhält, ja, und Transaktionsgebühren, dass natürlich diese Block Rewards und Transaktionsgebühren eine Form der Bezahlung sind, steuerrechtlich, würde ich sagen, ja. Und dass die natürlich umgerechnet werden müssen im Zeitpunkt des, sage ich mal, der Erbringung der Validierungsleistung und des Zufluss des Block Rewards, ja, wird das umgerechnet in einen Eurobetrag, ja. Und ist natürlich, je nachdem, welche Gewinnermittlungsart jetzt der Miner so unterliegt, ja, wenn es eine GmbH ist, dann muss er doppelte Buchhaltung machen und er muss ihm die Einnahmen dann sozusagen in seiner Buchhaltung ansetzen. Und er muss natürlich auch diese Kryptowährungsbestände dann bewerten zum Bilanzstichtag etc. Also da sind da ganz viele Fragen, die sehr interessant sind. Gut, das mit dem, das haben wir eh schon ein bisschen gehört, ja, also diese Validierungs- und Verschlüsselungsleistung hat eigentlich der Thomas ja auch schon ziemlich gut erklärt. Es gibt natürlich verschiedene Formen von Mining, ja. Der Solo-Miner ist ja, glaube ich, nicht mehr sehr oft anzutreffen. Pool, meistens schließen sich an einen Pool an. Da ist dann so, dass der Pool eigentlich als außenwirksames Gebilde halt sozusagen das Minen übernimmt und anteilig dann an die Pool-Teilnehmer sozusagen dann die Block-Rewards und die Transaktionskosten sozusagen auszahlt, ja. Und das letzte ist vielleicht noch ein Thema, sogenannte Cloud Mining. Da ist ja alles ausgelagert. Also da ist es so, das ist wirklich, ich gebe einen Kapitalbetrag hin, ja, oder kaufe mir mit einer gewissen Bitcoin-Anzahl eine Rechenleistung von irgendjemandem, der die Hardware betreibt, der das Rechenzentrum betreibt, etc. Ja. Und dieses Cloud-Mining ist dann schon gar nicht mehr, also der ist sicher nicht gewerblich, logischerweise, weil der hat nur Kapitalhingabe, ja, in Wahrheit. Ja. Also man muss auch da differenzieren, aus welcher Sichtweise. Derjenige, der das Rechenzentrum natürlich betreibt, ja, und von Leuten irgendwelche Beträge einkassiert, damit er die Hardware kaufen kann und so weiter, der ist natürlich sehr wohl dann wieder gewerblich tätig. Gut. Umsatzsteuerlich ist das Mining auch schon eigentlich geklärt. Da ging es darum, ja, ich kriege ja diese, also wenn ich Miner bin, dann kriege ich diesen Block, also wenn ich Miner bin und ich habe Glück, ja, und löse das Rätsel sozusagen, das mit Iterationsverfahren sozusagen, das Trial and Error, was du gesagt hast sozusagen, wenn ich das schaffe, ja, dann kriege ich einen Block Reward und Transaktionsgebühren. Und diese Transaktionsgebühren und Block Reward,
die sind natürlich, jetzt hat sich wieder die Frage gestellt, naja, was ist das jetzt, der kriegt das ja, ist das umsatzsteuerlich, irgendwie muss der Umsatzsteuer davon abführen oder nicht. Ja? Und da ist mittlerweile jetzt auch eigentlich schon in den Umsatzsteuerrichtlinien eine Klarstellung passiert, und zwar ist es so, dass wir ja hier, er wird ja vom Netzwerk bezahlt und es wird neu generiert. Ja? Also der Block Reward zumindest wird neu generiert, und da ist es so, dass wir keinen unmittelbaren Leistungsempfänger sehen und daher eben das sozusagen eigentlich nicht umsatzsteuerbar ist. Ja? Also das ist sozusagen die Konsequenz, die hier auch dargestellt ist. Also der Miner, der quasi jetzt wirklich meint und halt eine Validierungsleistung erbringt, und der kriegt die Bitcoins oder andere Kryptocoins, die gemeint werden, dann haben wir eben hier das Thema, dass da keine Umsatzsteuer anfällt. Aber er hat einen Nachteil auch, weil wenn was nicht umsatzsteuerbar ist, dann hast du unterliegst mit dieser Leistung gar nicht dein Umsatzsteuerrecht. Das heißt, du hast aber keinen Vorsteuerabzug. Das bedeutet in weiterer Folge, der Miner, der hat natürlich irrsinnige Investitionen zu tätigen. Er muss Hardware anschaffen, Stromkosten. Das sind alles Sachen, wo sehr viel Vorsteuern drinnen stecken, und die kann er natürlich dann da logischerweise nicht abziehen. Kann natürlich, das ist halt einfach dann sozusagen die Konsequenz. Gut, ertragsteuerlich, da kann man eigentlich nicht so viel dazu sagen. Ja, ist eine gewerbliche Tätigkeit, das Mining. Da muss man natürlich immer abgrenzen, gewerbliche Tätigkeit von einer vermögensverwaltenden Tätigkeit. Wie gesagt, vorher beim Beispiel Cloud Mining. Also wenn ich jetzt einen Cloud Mining-Vertrag bei Genesis Mining oder was weiß ich, was da es gibt, ja, also ich bin sowieso nicht, bin eher da nicht so ganz Fan von solchen Cloud-Mining-Geschichten, weil da weiß nicht. Aber jedenfalls, da habe ich in Wahrheit, ich gebe ein Kapital hin, ja, und hoffe halt, dass ich irgendwelche Coins zurückkriege und hoffe, dass mein Investment wieder rein verdient wird. Ja. Das hat ja auch ziemlich viel gut funktioniert, anfänglich mit diesen Kurssteigerungen. Dann ist es natürlich keine gewerbliche Tätigkeit, sondern es ist eine vermögensverwaltende Tätigkeit. Und das ist für Steuerrecht dann doch ein Unterschied, weil es gibt verschiedene Einkunftsarten und da gibt es Unterschiede in der Besteuerung. Gut, auch ein wichtiges Thema noch beim Mining, wenn nämlich auf Dauer gesehen ein Gesamtüberschuss also nicht erreicht werden kann, also wenn ich immer nur Verluste habe, weil der Strompreis so hoch ist, ja, und ich meine, versuche zu meinen, aber ich generiere nichts, ja, dann bin ich irgendwie auch dann sozusagen in der Liebhaberei, und dann ist diese Einkunftsquelle unbeachtlich. Also das muss man sich auch vor Augen führen, das gibt es natürlich auch jetzt, wo es halt unlukrativ ist oder so irgendwie, dann oder wenn es unlukrativer wird, ja, das meinen, dann muss man sich halt überlegen, ob man überhaupt eine relevante Einkunftsquelle hat. Ja. Muss man untersuchen, einfach errechnen in Wahrheit. Ja, und dann das letzte Punkt ist noch, da war in der Literatur oder so, in der Fachwelt die Frage immer, ist das Meinen ein Herstellungsvorgang, weil ich irgendein Coin herstelle, weil ich eine Rechenleistung investiere, und das ist halt meines Erachtens, also glaube ich, kann man gut auch darstellen, dass das einfach eine Dienstleistung ist, die der Miner bringt und für die er halt, wenn er Glück hat, mit einer Zufallskomponente, das ist schon richtig, eine Bezahlung bekommt. Gut, vielleicht zum Mining, oder weg vom Mining eigentlich, so wie wir gesagt haben, wir wollen ja eigentlich weg vom Mining, weil es ja sehr energieverschwendend ist. Die Frage ist, die mir jeder immer stellt, wie ist das mit Staking? Und, oder was, ich hab Coins und da hab ich ein Stake hinterlegt, das Collateral, und da kriege ich regelmäßig halt Coins, ja. Wie ist denn das? Muss ich das irgendwie besteuern? Und da gibt es jetzt noch keine Aussagen von Seiten der Finanzverwaltung, aber ich kann leider, oder meine Tendenz ist dahingehend, dass ich natürlich sage, im Steuerrecht gibt es verschiedene 7 Einkunftsarten, und die sind manchmal sehr weitreichend, und es gibt immer so ein Auffangbecken. Ja? Und die Frage ist überhaupt, weil man muss sich natürlich die Kryptowährung einmal anschauen oder die Blockchain anschauen, weil die Frage ist natürlich, dieser Proof-of-Work-Konsens wird ersetzt durch einen Proof-of-Stake-Konsens-Algorithmus. Und in Wahrheit haben die beide die gleiche Aufgabe. Und die Frage ist natürlich, für mich ist jetzt natürlich, das ist jetzt rein, das dürfen Sie jetzt nicht, das ist meine rechtliche oder meine steuerliche Interpretation. Und Anführungszeichen, wenn es der Miner gewerblich ist, dann ist der Staker vielleicht nicht gewerblich, weil er keine Spezialhardware braucht, ja, aber es ist trotzdem, in einer gewissen Art und Weise kann ich mir vorstellen, dass es sehr wohl steuerrechtlich beachtlich ist, was er da generiert und was er sozusagen. Es ist nicht so, dass es steuerfrei wäre oder sowas. Ja. Also das darf man halt einmal, nur es gibt halt noch nichts, ja, zur Zeit. Aber ich glaube, es wird bald einmal Artikel von mir erscheinen, hoffentlich in der nächsten Zeit, wenn ich mal Zeit finde, damit ich das einmal vielleicht auch in der Fachwelt ein bisschen
dem sich irgendwer widmet einfach. Weil das sind Dinge, die führen ja dazu, dass da ein bisschen was in Bewegung kommt. Gut, und da muss man halt auch immer unterscheiden, weil nicht immer ist es wirklich ein Staking. Also es gibt zum Beispiel ein paar so Systeme angeschaut, zum Beispiel Smart Cash zum Beispiel, die haben ja, da wird der Block Reward, der Miner kriegt nicht einen ganzen Block Reward, sondern die werden aufgeteilt unter den Coin-Haltern. Ja. Da muss jetzt nichts staken. Also es sind ganz verschiedene Systeme und je nachdem, wie das funktioniert, muss man sich halt schauen, was ist das steuerlich oder wo kann man es jetzt einordnen und zu welcher Besteuerungsfolge führt es. Ja. Gut. Kommen wir eh schon zum Trading. Also da haben wir mal grundsätzlich ja dieses Phänomen gehabt, also An- und Verkauf von virtuellen Währungen, ja, okay. Da war am Anfang, also es war das dieser Irrtum, wo viele geglaubt haben, dass man nur, wenn man wieder in Fiat hinausgeht, dann irgendwas realisiert und dann halt nur die Differenz einer Besteuerung zuführen muss, ja. Dem ist halt nicht so, weil im Steuerrecht, also dadurch, dass es ein unkörperliches Wirtschaftsgut ist, es gibt im Steuerrecht einen Tauschgrundsatz. Das heißt, das ist eigentlich ein wesentlicher Grundsatz generell, weil es hat es auch ohne Kryptowährungen schon gegeben und Wahrheit ist so, wenn Sie zu mir kommen in einer Beratung und sagen, ja, ich zahle Sie aber mit meiner Uhr dann, und ich berate Sie und ich kriege dann Ihre Uhr, dann muss ich trotzdem den Wert der Uhr versteuern, weil das ist ja meine Bezahlung gewesen, ja. Und aus diesem Grundsatz heraus rührt auch der Umstand, dass wenn Coins, also virtuelle Währung in virtuelle Währung getauscht wird, halt auch ein Veräußerungsvorgang darstellt. Wie könnte man das jetzt, also das gehe ich später noch ein. Also einfach ein Beispiel, ich habe mir vor einem Jahr einen Bitcoin gekauft, ja, relativ günstig noch, ja, und habe vielleicht, der Kurs heute steht, aber okay. Aber nehmen wir mal an, die Jahresfrist ist noch nicht abgelaufen, er ist heute jetzt quasi mehr wert worden, dann muss ich die Differenz, wenn ich jetzt auch in eine andere virtuelle Währung tausche, also in Ether oder irgendwas, dann muss ich sozusagen ausrechnen, was ist der Wert heute und was ist der Wert vor ein paar Monaten. Dann darf ich die Anschaffungskosten natürlich abziehen, die in Euro auch natürlich zu berechnen sind, ja. Kann ja sein, dass es von einem anderen Trade kommt. Ja. Dann haben wir die Differenz und dann ist das die Besteuerungsgrundlage. Natürlich ist das sehr, sehr problematisch, weil natürlich das dazu führt, dass natürlich, wenn mein Krypto bleibt, ja, dann, und der Kryptomarkt geht runter, dann habe ich natürlich einen Kryptogewinn, den ich besteuern muss in Euro, der aber nicht meinem derzeitigen Krypto-Asset-Portfolio entspricht, wenn ich es jetzt wechseln würde. Ja. Wenn der Markt raufgeht, ist kein Problem, dann kann ich die Steuer nicht zahlen, aber wenn er runtergeht, dann nicht. Also diesbezüglich ist die Frage natürlich immer wieder, also das ist jetzt einmal so, ja. Die Frage ist nur immer, ob man nicht irgendwie generell ein bisschen anderes, es gibt immer Ideen, wie man was besser machen könnte. Die Frage ist natürlich, man muss irgendwie schauen, dass Leute, die Verluste machen, auch zu einer Verlustverwertung kommen. Weil im jetzigen System ist es so, dass das oft passieren kann, dass sie, wenn da ein Jahr Verlust haben, dann können sie nicht verwerten, weil dieses besondere Einkunftsart aus Spekulationsgeschäften nur mit anderen Einkünften aus Spekulation gegenverrechnet werden kann. Ja. Aber kommen wir mal zurück zu dieser grundsätzlichen Punkte. Als erster muss man immer mal abgrenzen, ob man privat tradet oder schon gewerblich tradet. Die meisten sind, also ich glaube 99% der Fälle, die ich gesehen habe, sind alles privat. Ja, weil wann wird man zum gewerblichen Trader? Nämlich nur dann, wenn man das in einer breiten Öffentlichkeit anbietet. Ja. Ich spreche jetzt aber bitte immer nur vom Steuerrecht. Ja. Das heißt, die Finanz wird sagen, naja, wenn sie jetzt da die breite Öffentlichkeit anbieten, dass sie traden und ich mache das für die und für die und für die, ja, und eben auf fremde Rechnungen Geschäfte abschließen oder wenn sie es nachhaltig und planmäßig fremdfinanzieren. Das heißt, die nehmen Kredite auf, damit ich traden kann, ja, irgendwelche Kryptowährungen. Dann komme ich in diese gewerbliche Schiene rein, hat den Nachteil, dass ich natürlich dann nimmer diese Jahresfrist nach einem Jahr Steuerfreiheit quasi lukrieren kann. In der Regel sind aber die meisten, also ich habe keinen einzigen gewerblichen, wobei noch nicht abschließend geklärt ist, diese Punkte da, diese Abgrenzungskriterien, wann das gewerblich ist und wann das sozusagen noch vermögensverwaltend ist,
das ist sozusagen anhand von Kapitalvermögen gemacht worden zurzeit. Ja. Da hat diesbezüglich die Finanzverwaltung noch nicht gesagt, ob das auch in ihrem Sinne ist. Ja. Also bin gespannt, ob dann wirklich mal sowas sein. Aber ich würde mich da wehren, weil wenn jetzt jemand, auch wenn er viele Trades hat, ja, liegt in der Natur der Sache, ja, dass das oft eine Vielzahl von Trades ist und man, solange man diese Punkte da nicht vorliegend hat, ist man sicher nicht gewerblich. Gut. Also wir müssen jetzt nochmal in die Sphäre des Privatvermögens schauen. Also das heißt, wenn jemand, eine natürliche Person, die tradet, wie ist das jetzt? Also da haben wir gesagt, grundsätzlich ist einmal eine Steuerpflicht gegeben, wenn die Anschaffung und die Veräußerung innerhalb eines Jahres liegt. Also angeschafft gestern, heute veräußert, habe ich natürlich einen steuerpflichtigen Trade. Oder angeschafft gestern, heute gewechselt in eine andere Kryptocoin, habe ich einen steuerpflichtigen Trade. Bei dem kann ein Verlust oder Gewinn herauskommen. Das muss natürlich einzeln berechnet werden. Ja. Das ist natürlich diese Problematik, wie der Kollege vorher schon gesagt hat, dass es eine Vielzahl von Dokumentationserfordernissen notwendig macht. Und am Jahresende, man kann natürlich diese Trades mit Verlust und Trades mit Gewinn, kann man natürlich gegenrechnen. Und dann kommt das Summe X raus, ja, hoffentlich der Gewinn. Und der muss natürlich in der Steuererklärung angegeben werden. Als Einkünfte aus Spekulationsgeschäfte nennt sich diese Einkunftsart. Also es ist definitiv, bitte, das glauben auch viele immer, es gehört nicht zu den in der landläufig glauben immer die Leute, dass das Kapitalvermögen sind, Einkünfte sind. Also wir haben ja keinen Steuersatz mit 27,5% in dieser Einkunftsart. Also da bin ich beim progressiven Einkommensteuertarif, das heißt, es ist Ihr individueller Steuersatz, den im Jahr, den Sie da haben, sozusagen anzuwenden. Wenn Sie Student sind, dann ist bis 11.000 oder 10.000 Euro Familienbeihilfenbezug nichts, ja, weil da fallen keine Steuern an. Das ist ein Glück, wenn ein Student tradet, ja, dann kann er bis 10.000 Euro steuerfrei das ausnützen. Und wenn Sie aber nebenbei das machen, nehmen ein Dienstverhältnis, dann habe ich natürlich sofort eine Steuerpflicht ab 730 Euro, weil das ist die Grenze, die Sie im Jahr dazu verdienen können. Und danach haben Sie sofort einen progressiven Einkommensteuertarif, das heißt, je nachdem, was Sie im Dienstverhältnis verdienen, ja, ist es halt dann zwischen 30%, 40%, 50%, wie auch immer. Ja. Gut, und das mit dem Tausch haben wir eh schon angesprochen. Die Steuerfreiheit ist erst nach einem Jahr, das heißt, ich darf nichts tun mit dem Coin, ich muss ihn wirklich halten. Ja. Ich darf ihn schon von einem Wallet aufs nächste transferieren, das ist keine Veräußerung. Aber ich darf es nicht tauschen in eine andere virtuelle Währung und ich darf es auch nicht in konventionelle Währung innerhalb eines Jahres tauschen. Gut, die zinstragende Veranlagung, lasse ich jetzt aus, das ist nicht so interessant, weil das ist in der Praxis, kommt das dann nie vor, weil das ist nur dann gedacht, wenn jemand Kryptos herborgt und dafür Zinsen bekommt und so weiter, da gibt es Konstellationen, wo dann der 27,5%ige Steuersatz anzuwenden ist, aber das lassen wir überspringen. Wenn man sich im gewerblichen Bereich befindet, vielleicht nur ganz kurz, da muss ich natürlich aufpassen, welche Gewinnermittlungsart habe ich, da gibt es verschiedene. Und je nachdem, entweder bin ich Einnahmen- und Ausgabenrechner, Sie werden alle nicht im Trade, also es gibt sicher wen, das ist jetzt zum Beispiel, wenn jemand ein Trader ist und der verkauft auch für andere Leute die Coins oder er ist gewerblich sozusagen, dann habe ich eben hier die ganzen Vorschriften auch zu berücksichtigen hinsichtlich, was für Gewinnermittlungsart habe ich, da gibt es einen Einnahmen- und Ausgabenrechner und eine doppelte Buchhaltung etc., die zu führen ist vielleicht unter Umständen. Und ich muss natürlich, wenn ich bilanziere, ich muss eine Zuordnung treffen, langfristig ist es Anlagevermögen, wenn es langfristig im Unternehmen ist, sonst Umlaufvermögen, meistens Umlaufvermögen höchstwahrscheinlich. Bewertungsvorschriften muss ich natürlich bei der doppelten Buchhaltung berücksichtigen. Und da muss ich die Kursgewinne, das ist der wesentliche Unterschied zum privaten Bereich, da muss ich die Kursgewinne und Verluste immer berücksichtigen, egal ob es innerhalb eines Jahres oder außerhalb eines Jahres liegen. Ja? Das ist permanent. Also da gibt es keine Steuerfreiheit nach einem Jahr. Gut, da auch nochmal kurz, aber das haben wir schon erwähnt, Hedquist, ja, das brauchen wir nicht nochmal erwähnen. Da wäre eben genau der Fall, wo eben diese Umsatzsteuerbefreiung zur Anwendung kommt. Und das ist, können wir überspringen. Und jetzt kommen wir schon zu den Initial Coin oder Initial Token Offer Rings. Und zwar, da ist einmal, grundsätzlich kann das ist der ITO oder der ICO, der kann im Steuerrecht, da kann alles sein. Ja. Ich muss lustig sagen, je nachdem wie ausgestaltet ist. Ja. Das ist jetzt in Wahrheit, deswegen ist es total wichtig, weil
ich brauche eine rechtliche Einordnung. Also man muss eben schauen, wie funktioniert der Coin, was kann man damit machen mit dem Coin. Ist der zum Beispiel, kann man den nutzen zur Einlösung eines Services oder einer Dienstleistung, oder ist es ein zahlungsmittelähnlicher Token? Also da gibt es ganz, also das ist jetzt eh sehr, wie der Thomas schon erwähnt hat, da gibt es Token-Klassifikationen, die in jedem Land anders ausschauen, ja. Aber anhand die kann man mal ungefähr versuchen, das einzuordnen. Warum ist das so wichtig? Naja, deshalb, weil wir brauchen das eben mit steuerrechtlichen Konsequenzen daraus abzuleiten und die bilanziellen Konsequenzen. Also ich muss ja wissen, insbesondere wenn ein Rechtsträger ein ICO macht und der ist in Österreich sesshaft, dann habe ich eben hier meistens eine GmbH, logischerweise, wegen haftungsrechtlichen Themen. Das heißt, die müssen sich Gedanken machen, wie bilanziere ich das überhaupt, oder muss ich das jetzt versteuern, den Verkauf des Tokens, oder was ist das eigentlich? Ja? Und da kann man eben sagen, je nachdem, man kann sich das an die Varianten, also es kann sein, dass Eigenkapitalinstrument ist, nämlich dann, wenn das irgendwie Eigenkapital Merkmale hat, ja, kommen wir noch auf der nächsten Seite. Es kann ein Fremdkapital sein, wenn es Rückzahlungsverpflichtungen gibt. Ja. Es kann ein Gutschein sein, das hatten wir auch schon in Österreich. Oder es kann schlichtweg, das ist die steuerlich wohl ungünstigste Situation, es ist schlichtweg ein Verkauf eines unkörperlichen Wirtschaftsgutes, was dazu führt, dass der Token, den man verkauft und dafür Ether einnimmt, sofort Betriebsannahmen sind. Was natürlich steuerlich meistens problematisch ist für ein Startup, weil natürlich erst die Entwicklungskosten nach den Einnahmen kommen. Ja? Weil ich habe ein Token Generating Event, bekomme Ether. Mit den Ether haben die meisten halt gearbeitet, haben ihre Developer bezahlt. Ja? Und das Problem ist aber, dass ich natürlich, in Österreich gibt es keinen Verlustrücktrag. Das heißt, in Wahrheit habe ich dann im ersten Jahr voll für Betriebsannahmen gehabt, habe eine volle Latte Steuer zahlt und im nächsten Jahr habe ich dann Verluste und die kann ich nur dann auf zukünftige Gewinne anrechnen, was einen irrsinnigen Steuernachteil mit sich bringt in Wahrheit. Ja? Also das ist die Variante, die wahrscheinlich die steuerlich meistens nicht sehr gewünscht ist. Gut, in Abhängigkeit jetzt, was heißt das? Also ertragsteuerlich, oder was würde das bedeuten? Also Eigenkapital heißt immer, wenn man am Gewinn, am Verlust und am Vermögen und am Liquidationsgewinn eines Unternehmens beteiligt ist. Fast nie ist. Das habe ich noch kann schon sein, ja, aber ist meistens überhaupt nicht. Ja. Also es ist kein Eigenkapitalinstrument. Wobei man, das ist jetzt wieder steuerrechtlich die Einordnung. Ich muss sagen, wenn man es kapitalmarktrechtlich anschaut, also wenn jetzt ein Anwalt da stehen würde, würde dann sehr wohl sagen, das und das und das, da kann es sein, dass man ins KPMG-Fall und so weiter und so fort. Ja. Also das ist jetzt rein steuerrechtlich betrachtet. Fremdkapital hätte man Rückzahlungsverpflichtung. Das heißt, das ist aber auch fast nie der Fall, weil dass der Investor das dann wieder den Token, dass er das, oder dass der Ausgebende, also der den ICO macht, dann wieder was zurückzahlt, das habe ich auch noch nie gesehen. Der Gutschein ist der Klassiker, wo man sagt, naja, ich mache ein ICO und der Token wird dann verwendet auf der Blockchain zum Einlösen für irgendeine Service oder Leistung. Also das sind die meisten ICOs, waren eben nach diesem Gutscheinmodell. In Österreich glaube ich ziemlich viele sogar. Ja. Also wann sind nach diesem, wenn eben das Geschäftsmodell es zulässt, ja, das ist natürlich nicht überall der Fall. Ja. Und das Letzte haben wir eh schon gesagt, Verkauf unkörperliches Wirtschaftsgut ist dann voll steuerpflichtig. Umsatzsteuerlich noch kurz. Ist es so, wenn es Eigenkapital wäre, wäre es umsatzsteuerfrei, ebenso bei Fremdkapital. Beim Gutschein ist es so, dass da gibt es verschiedene Arten von Gutscheinen und da ist es so, dass typischerweise, wenn es ein Mehrzweckgutschein ist, das ist auch wieder eine Definition, die möchte ich Sie nicht langweilen damit, dann ist es erst steuerbar, wenn eine Einlösung stattfindet. Das heißt, in dem Fall, wenn ich jetzt sage, ich nehme jetzt ein Beispiel, HeroCoin zum Beispiel, die haben den Token ausgegeben damit man den für eine Wettdienstleistung auf der Plattform nutzen kann, ja. Dann ist das war ein typischer Mehrzweckgutschein und der hat erst dann tritt Umsatzsteuer ein, wenn der eingelöst wird. Das heißt, wenn der Token dann einmal auf der Plattform verwendet wird, kommt es zu einer umsatzsteuerlichen relevanten Vorgang. Ja, jetzt kommen wir noch zum Lustigsten, nämlich die Hinweise für die Praxis. Also, mir hat einmal ein Kollege gefragt und gesagt, du Nathalie, du hast eine super Nische gefunden, jetzt bitte sagen wir mal, wie kann man das standardisieren, wie kann man das irgendwie, wie soll ich sagen, skalieren. Ja? Also kann man da sagen, es ist immer das Schema F, gibt es einen Leitfaden, zack, boom, und das ist es gegessen. Ja? Dann habe ich gesagt, naja, tut mir leid, aber das hängt jetzt davon ab, was für Coin, was für Geschäftsmodell, wie läuft das genau ab. Also es ist sehr, sehr, ist immer einzelfallbezogen zu beurteilen.
und daher auch nicht, also ich habe noch nicht geschafft, dass man es jetzt extrem schematisch lösen könnte. Ja? Also man muss es immer genau anschauen. Ganz allgemein muss man die steuerlichen Entwicklungen beobachten. Es gab in den letzten Monaten doch einiges an Verwirrungen auch diesbezüglich. Da war mal kurze Zeit einmal das in einem Wartungserlass vom BMF drinnen, dass jetzt das doch, dass die Spekulationsfrist fällt. Ja. Das ist aber dann wieder dementiert worden, also das kommt so nicht. Ja. Generell glaube ich schon, dass es in absehbarer Zeit irgendwann einmal schon dazu kommen wird, dass man die Spekulationsfrist, also ich glaube persönlich, dass man irgendwann einmal dazu übergehen wird, dass man Kryptos so besteuert wie Kapitalvermögen. Also mit 27,5%, ja, weil es einfach die faire Lösung ist, glaube ich. Und natürlich, im Gegenzug wird natürlich die Spekulationsfrist abgeschafft. Also das ist so mein persönliches Konstrukt, was ich glaube, was passieren wird. Wann es passiert, kann ich nicht sagen, aber es ist doch sehr viel in Gang. Es werden ständig auch parlamentarische Anfragen jetzt gestellt, ja, wo man versucht, eben weiterzukommen. Also nicht nur, wenn man jetzt weiß, Mining, okay, Staking, wissen wir noch gar nichts dazu, Delegate Proof of Stake und die ganzen Konsensalgorithmen, wie jetzt einmal so sagen kann, die ja vielleicht, die muss man sich halt dann auch, die Frage ist, wie gehen wir mit dem um? Ja, also das ist, und auch ganz andere Dinge noch, die das BMF noch nicht am Bildschirm hat einfach, ja, weil sie einfach diese Informationen halt auch nicht haben. Ja. Bezüglich Erkennbarkeit der Finanzverwaltung noch ein paar Worte. Es ist schon richtig, dass zurzeit das vielleicht für die Finanzverwaltung noch, wie soll ich sagen, noch nicht so transparent ist alles, weil sie die Technologie noch nicht durchschaut haben. Ja. Aber das ist auch überhaupt kein Problem für die Finanzverwaltung, weil die sagt sich, wenn das, was jetzt kommuniziert worden ist, also was man nicht machen darf, das, was kommuniziert worden ist, eben diese BMF-Info vom 25.07.2017, woraus abgeleitet wird, dass eben ein Tausch in Krypto von Krypto steuerpflichtig ist, also diese eindeutigen Aussagen, die da gemacht worden sind, ja, das darf man nicht ignorieren, weil das führt dazu, dass jetzt vielleicht können sie es noch nicht durchblicken, ja, aber die haben ja auch Zeit, weil im Worst Case kann die Finanz bei hinterzogenen Abgaben nur in 10 Jahren kommen und sagen, du, jetzt haben wir da vielleicht ein Analyse-Tool oder irgendwer hat uns sowas gebaut oder es ist oft ganz trivial. Sie müssen nur denken Sie mal, Sie kaufen Kryptowährungen in Österreich von einem Händler in Österreich und der Händler wird irgendwann prüft, Betriebsprüfung. Dann können Sie davon ausgehen, dass das so wie in Amerika, es ist ähnlich in Wahrheit, es gibt sogenannte Kontrollmitteilungen, das sagt, wenn ein Unternehmen geprüft wird, dann kann sie sehr wohl einfach formlos Kunden anschreiben und sagen, du hast da und da so und so viel Kryptowährung gekauft, bitte weise mir nach, dass diese nicht steuerrechtlich relevant sind. Ja? Also man muss sich mit dem schon auseinandersetzen, es geht ziemlich leicht, unlängst war bei Bitfinex, glaube ich, war das, ja, wo da eine Meldung gekommen ist, dass sie aufgrund eines OECD dieses gemeinsame Meldestandardgesetz, ja, also jemand, der auf Bitfinex in Amerika Coins gekauft hat, hat eine Mitteilung gekriegt, so quasi, wir melden das im Rahmen dieses OECD-Abkommens an den Sitzstaat, wo du wohnst. Und ich habe mir dann gedacht, komisch, wie gibt es das, dass das bitte so eine Kryptobörse in Amerika einfach meldet, weil normalerweise unterliegen nur Banken diesen OECD-Meldestandard. Also das ist eigentlich Finanzinstitute, das ist geschaffen worden, damit die wissen, wo jemand ein Bankkonto hat, damit der Sitzstaat, wo er wohnt, sehr wohl das kriegt für die Besteuerung. Und ich bin dann draufgekommen, also ich weiß nicht genau die Rechtslage in Amerika, aber offensichtlich ist es so, dass dieser Exchange anscheinend sich diesen Regulatorien dort unterwerfen muss oder auch freiwillig macht. Ja? Und der sagt, ja, ich melde alle Leute, die bei mir gekauft haben, ich mache eine Meldung in Sitzstaat, ja, also wenn jetzt ein Österreicher, im konkreten Fall war es ein Österreicher, der hat mir das gezeigt, ja, und der war dann beunruhigt und hat gemeint, ja super, was soll ich das machen, wenn dann irgendwann einmal im September 2019 kommt dann eine Meldung von irgendeiner ausländischen, amerikanischen Steuerbehörde an die österreichische Finanzverwaltung und die fragt dann bei mir an und sagt, schau mal, das ist eine Meldung, was ist denn das, bitte erklären Sie mir das. Ja. Und so fängt der Ball zum Rollen dann an. Es ist ein Ball fängt, also die Finanzverwaltung ist ja dann so, die macht dann so ja und sagt, naja, bitte, jetzt weiß man nach, dass du sonst noch irgendwie nicht irgendwo was hast. Und deswegen ist es ganz wichtig, diese Dokumentationserfordernisse, eben wie vielleicht auch das Blockbit, ich kenne es jetzt nicht im Detail, ja, dass man das erfüllt, weil sie müssen in Wahrheit ihren Coinfluss, klingt jetzt ganz blöd, wann habe ich welchen Coin getauscht,
Das Problem ist, es ist auch so, auch die ganzen Wallet-Transaktionen hin und her, die müssen dokumentiert werden, weil sonst haben sie, ist es nicht vollständig erfasst. Und die Finanzverwaltung hat ja in ihrer, beim F-Info sozusagen gesagt, dass wenn das lückenlos dokumentiert ist, dann kann man eine, sagen wir mal unter Anführungszeichen, beliebige Zuordnung machen, welcher Coin verkauft worden ist. Ja? Und wenn nicht, dann muss man das FIFO-Verfahren machen. Ja? Und da ist halt die Frage, also wie gesagt, es bleibt ihnen nicht aus, weil wenn sie es jetzt nicht machen, dann haben sie das Problem in 5 Jahren, müssen sie alles nachkontrollieren und dann wissen sie überhaupt nichts mehr, was damals war. Ja? Beziehungsweise haben die ganzen Sachen nicht aufbewahrt. Also derjenige, der mit dem Trading sich beschäftigt, der muss sich wohl oder übel, und ich weiß, dass es wirklich eine Hacke-Aufgabe ist, und es ist katastrophal, was ich gesehen habe an Datenmengen, ja, wo mir selber schlecht geworden ist, ja, unter Anführungszeichen. Aber das wird nicht, das ist halt schlecht, wenn man sich das dem nicht stellt, ja, und das dem nicht vorsorgt. Und das zweite Thema, was auch ganz wichtig ist, haben wir vorher auch gehört, nicht nur die Finanzverwaltung, sondern auch die Bank ist das auch dann ein Hindernis. Weil es ist bei jetzt immer nur so gewesen, dass die Leute dann ihr Cash, ihre Kryptos auch einmal auscashen wollen. Ja. Und spätestens da haben sie dann das Problem, die Compliance-Abteilung bei der Bank sagt, naja, bitte, aber jetzt erstens Mittelherkunftsnachweis und wie sind die ganzen Gewinne entstanden. Ja? Da, und das ist eben so, die Dokumentation für die Finanzverwaltung kann ja 1:1 verwendet werden für die Bank. Das ist in Wahrheit meines Erachtens, sie schlagen damit eine Fliege, schlagt dann, also mit einer Dokumentation können sie beides erfüllen in Wahrheit. Ja, soviel zur Dokumentationspflicht, die ja da leider nicht vermieden werden kann. Und es geht so weit, dass man sagt, also sie brauchen, wenn man sagt, mehrere Exchanges, sie müssen, die Frage ist mit dezentralen Exchanges auch, ja, puh, also das wird lustig, ja. Also die zentralen Exchanges haben in Wahrheit meistens, ich meine, überall gibt es sogenannte, es gibt Withdrawal, Deposit und Trade Histories, ja, die man runterladen kann. Das würde ich regelmäßig machen. Ich würde dann auch noch Screenshots vielleicht machen, weil wenn die Börse irgendwann einmal nimmer, also nicht dauernd, ist mir schon klar, dass das einen Umfang annimmt, aber man muss zumindest beweisen, weil ein Excel-File ist manipulierbar. Ja. Das heißt, man muss zumindest beweisen, dass man diese Coins auf dieser Börse einmal hatte. Ja. Und wenn die Börse dann irgendwann einmal vielleicht bankrott oder nimmer, man kann nicht mehr zugreifen drauf, dann hat man das Problem, dass man da auch keinen Nachweis zusammenbringt. Ja. Also diese ganzen. Und das Problem ist das zusammenzuführen. Ja? Also das ist ja dann auch die Aufgabe von solchen Softwareanbietern wie Blockbit oder andere, ja? Die quasi das zusammenführen und dann versuchen, in irgendeiner Art und Weise steuerlich einer sinnvollen Auswertung zuzuführen. Wobei ich sagen muss, es gibt leider halt, es steckt alles noch sehr in den Kinderschuhen, ja? Und alle Sachen, die ich gesehen habe, also Cointracking etc., kann man verwenden, habe ich auch verwendet, aber es ist in Wahrheit überall noch so, man muss überall drüber schauen, weil das noch nicht einwandfrei funktioniert einfach und auch Fehlersachen dann drinnen sind. Aber das ist halt immanent in dieser Zeit, wo wir uns befinden, weil noch so toll, wie auch die Blockchain ist, und ich finde sie auch toll, es steckt alles noch, was drumherum sich entwickeln muss, in den Kinderschuhen. Gut, ja, und das Letzte, was man noch sagen sollte, also wenn man wirklich Unklarheiten sieht, ja, wenn man wirklich gar nicht weiß, was soll ich jetzt tun, oder ich weiß nicht, ob das steuerpflichtig ist, und wir wissen, das ist wirklich ein ganz komplexer Fall, ja, kann ja sein, und dann zum Beispiel Betreiben von Masternode ist auch sowas, ja. Was ist denn das überhaupt? Ja, und da glauben wir viele, dass das vielleicht nicht so besteuern wäre. Ja. Aber das sind so Dinge, da kann man sich helfen in der Form natürlich, dass man sagt, okay, ich will wenigstens keine Strafe zahlen. Ja. Dann müsste man überlegen, naja, bitte tun wir vielleicht offenlegen im Finanzamt, damit man nicht nachher, wenn irgendwann geprüft wird, gesagt, also einen Vorhalt kriegen, naja, was ich hätte uns eigentlich fragen müssen. Weil das ist sowas von, also natürlich muss ihnen dann nachgewiesen werden, dass sie es auch vorsätzlich gemacht haben oder fahrlässig oder so, was, wie auch immer, ja, dass es zu einer Strafe kommt, aber man darf das nicht so auf die leichte Schulter nehmen, also gewisse Dinge, wenn es um große Volumina geht, große Beträge, ich spreche jetzt nicht von ein paar tausend Euro Gewinn und so, gell, also das ist nicht das, was das vielleicht dann rechtfertigt, gleich eine Offenlegung zu machen, aber man muss jedenfalls da vorsichtig sein. Gut, das wäre es auch schon gewesen. Ich stehe jetzt auch für Fragen gerne zur Verfügung und darf die anderen wieder auf die Bühne bringen. Ich bin ein bisschen zu lang gewesen, gell? 3 Minuten, aber passt. Passt schon, war ja super interessant. Danke ja. Mal vorerst. Wie schon vorweggenommen, würde ich jetzt bitten, alle, die vorher gesprochen haben, auf die Bühne. Wir werden die Städtische kurz in die Mitte rücken und hoffe, die Kabeln reichen bis daher. Und darf schon mal bitten, Fragen vorzubereiten, geistig. Ich werde dann mit dem Mikrofon einfach hinkommen, damit alle die Fragen auch hören. Vielleicht darf ich das Funkmikrofon nehmen
und das da herlegen. Wir haben dann noch ein zweites und passt, das wird auch bald eingeschalten. Und darf ich jetzt schon einmal bitten, wir starten da gleich ganz leger, da gehen schon die ersten Hände in die Höhe, der erste ist der Gewinner. Bitte. Frage an die Frau Enzinger, und zwar, wie ist das bei Neo jetzt beispielsweise, da bekomme ich ein Gas, ist das dann so eine Art Verzinsung und würde dann die 27,5 zahlen, und wann beginnt bei ICOs die Haltefrist? Okay. Ich habe das eigentlich, gell? Geht das? Ja, ja. Geht eh. Also bei Neo und Gas ist es so, dass, also grundsätzlich, das ist, ich sehe das so, man, es gibt auch dazu noch nichts, aber ich muss Ihnen sagen, es gibt zumindest die Initiative auf der Seite, es hat Anfragen gegeben dazu, auch vom Parlament, aber sind vom BMF nicht beantwortet worden, weil es, weiß ich nicht warum, ja. Ich sehe das Neo schon, das Thema ist so, wir haben so eine Einkunftsart, das heißt sonstige Einkünfte, das ist die letzte Einkunftsart. Und wenn irgendwo was nicht hinpasst, dann ist man oft geneigt, das tut rein, das ist ja relativ weiter. Das ist eine relativ weite Auslegung. Und wenn man sozusagen, ich würde das Gas, ich würde es, wenn ich ehrlich bin, unter sonstige Einkünfte subsumieren, ja. Weil es ist eben keine Zinsen, weil das Problem ist das, für Zinsen, das ist explizit, ist im Gesetz aufgezählt, was unter der Überlassung von Kapital und was Zinsen, wie sie besteuert werden dürfen oder müssen, ja. Und das ist eben nur, das ist wirklich entweder Aktien, Anleihen, bla bla bla. Und das ist alles nicht, weil wir haben bei Krypto, auch beim Gas, habe ich nirgendwo so eine typische Zins, ich habe keine Kapitalüberlassung im Hintergrund, ja. Und deswegen geht das nicht. Da komme ich nicht rein. Also das geht auf keinen Fall. Und ich glaube, dass das zum Einkommensteuertarif vermutlich wahrscheinlich zur Zeit zu besteuern wäre, ja. Wobei nur das Gas und das Neo ist wieder, das ist ja das Ursprungs, also das Asset in Wahrheit. Und das würde wieder sehen, dass es jetziger nach der Haltefrist nach einem Jahr steuerfrei verkauft werden kann. Aber das ist jetzt wirklich nur meine persönliche Einschätzung und ich kann diesbezüglich keine Ahnung. Und es gibt dazu noch nichts in der Literatur, sage ich gleich. Okay, ich gehe schon mal nach hinten, da sind einige Fragen. Da war die zweite. Zweite Frage noch. Mit dem ICO behalten. ICO, genau. Also da ist es so, dass grundsätzlich bei den, also wenn man jetzt sagt, Einkünfte, Spekulationsgeschäfte, da geht es immer um Laufen beginnt die Spekulationsfrist mit dem Abschluss des Geschäfts, also des Verpflichtungsgeschäfts, also eigentlich mit einem Vertrag. Und wenn man das umlegt, dann würde das bedeuten, dass natürlich oft ist so, beim ICO kriegen Token erst später. Das heißt aber auch, wenn ich jetzt sage, wenn wir es nach den Regeln, die im Steuerrecht zurzeit bestehen, beurteilen würden, dann würde ich sozusagen mit dem Transfer der Ether, mit Abschluss des Vertrags, zum Beispiel beim Artis zum Beispiel, ja, würde die Frist laufen zu beginnen. Ja. Die Frage ist natürlich, dass da wissen wir auch noch, ich mein, wenn sie safe gehen wollen, ne, dann mache ich dann rechne ich vom Token weg. Ja. Die Frage ist, was ist, wenn zum Beispiel der Token in Coin getauscht wird, und also wenn zum Beispiel die Blockchain gewechselt wird, ne, dann ist es die Frage, führt das dazu, dass das vielleicht, ich glaube nicht, ja, man kann es sehr gut begründen, dass das am Zeitpunkt, weil die Verpflichtung bin ich eingegangen mit dem Transfer der Ether, und von dort würde ich die Frist berechnen. Okay, dann war da die nächste. Genau. Eine Frage, wenn ich jetzt schon weiß, dass meine Transaktion keine Steuerlast auslöst, also ich habe vor 5 Jahren Bitcoin gekauft, verkaufe sie jetzt für 1 Million, oder ich bin arbeitslos und habe in dem Jahr Bitcoin-Gewinne von 5.000 Euro gemacht, was auch keine Steuerlast auslösen würde, müsste ich trotzdem eine Erklärung abgeben oder kann ich alles einfach ignorieren und fertig? Also wenn Sie ganz sicher, also wenn Sie sagen, Sie haben wirklich die Haltefrist eindeutig überschritten, dann ist es so, dass es ist nicht vorgesehen, in der österreichischen Steuererklärung anzugeben, dass Sie steuerfreie Dinge angeben müssen. Ja. In Wirklichkeit, Sie müssen es beweisen, Sie müssen dann, wenn wer nachfragen würde, wenn Sie sagen, ja, okay, Sie haben jetzt ein Haus gekauft, also, dann müssen Sie es nachweisen können, woher Sie das Geld haben. Das heißt, dann müssen Sie sagen, okay, schauen Sie, ich habe da und da Bitcoin gekauft, war vor 5 Jahren, und schau, ich selber habe es ja gesagt, da ist eindeutig in Wahrheit, weil das BMF hat gesagt, nach 1 Jahr steuerfrei. Und wenn ich es nicht getauscht habe zwischen und nichts gemacht habe, dann ist es überhaupt kein Problem. Also da sehe ich keine Notwendigkeit für eine Offenlegung oder so, weil das meines Erachtens ganz klar hervorgeht. Auf der jetzigen Rechtslage. Okay, man sieht schon, die Steuern sind die heißeste Frage. Wir rollen das Feld von hinten auf. Da ganz hinten noch eine Frage. Wenn ich getradet habe über Jahr lang hinweg und ganz, ganz viele Trades gemacht habe und auch beim besten Willen es nicht mehr schaffe, meine Trades zusammenzuziehen. Ich weiß nicht, ich habe Airdrops gehabt, ich bin auf zig Börsen unterwegs gewesen, ich habe dezentrale Exchanges verwendet. Was ist so der Worst Case, wenn ich aber gegenüber der Steuer ehrlich und transparent arbeiten möchte?
Ja, der Worst Case ist, hängt davon ab, was für Besteuerungssubstrat drinnen ist. Weil das Problem ist nämlich folgendes. Es ist ja so, also die Abhängigkeit, es stehen einen Finanzstrafen im Raum in Wahrheit. Also es ist immer grundsätzlich so, man muss, also es muss ja nochmal sozusagen ein gewisser bedingter Vorsatz oder Fahrlässigkeit einmal nachgewiesen werden, dass sie das nicht angeben haben bei der Steuererklärung. Wobei man sagen muss, wenn jetzt eindeutiges BMF schon kommuniziert hat, das Trading ist zu versteuern unter gewissen Voraussetzungen, dann muss ich mir das schon, dann habe ich schon ist eine Verpflichtung da, sich zumindest entweder an der Finanzverwaltung zu wenden, obwohl da kennt sich keiner aus, ja, oder an einen Steuerberater zu wenden und dann zu schauen, okay, was ist überhaupt, weil es geht darum, wie hoch ist der Betrag? Wenn der 10.000 Euro sind, dann ist es wahrscheinlich, das Problem der Strafe ist, das ist ein gewisser Prozentsatz vom Verkürzungsbetrag, ist die Strafe. Und wenn Sie jetzt sagen, es sind 1 Million Steuer, dann sind wir schon bei einer Demission, wo man vielleicht, wo man dann sehr, sehr hohe Geldstrafen vielleicht dann auch hat, ja. Weil natürlich der Prozentsatz von einem hohen Steuerverkürzungsbetrag, das natürlich dann schon schmerzhaft sein kann. Wenn es hingegen kleine Beträge sind, also man muss trotzdem versuchen, das ungefähr vielleicht auszurechnen, damit man weiß, ist er Handlungsbedarf oder nicht. Okay, noch eine Frage von ganz hinten, dann komme ich wieder nach vorne. Ja, ich habe auch eine Frage an die Frau Magister Enzinger. Mining als Glücksspiel, vielleicht ganz kurz. Ich bin nicht der Meinung, dass das ein Glücksspiel ist. Aber es gibt natürlich Literatur dazu, das weiß ich. Es gibt einen Artikel vom Dr. Varro, der sich dem widmet. Für mich ist das, und es ist ja so, dass jetzt, ich weiß, dass es, ja, wie gesagt, ich schließe mit dem nicht an. Es ist einfach so, ich hab das gesehen, die Miner, das ist ein gewerblicher, das ist ein, also jemand, der Mining professionell in Österreich betreibt, zum Beispiel bei Wasserkraftwerken sie anschließt, ja, das ist ein hochprofessionelle Industriezweig, der meines Erachtens, die haben auch Gewinne, ja, das ist nicht so, dass die haben einen billigen Strom, ja, und die fahren Gewinne, und ich glaube nicht, und das Problem ist, beim Glücksspiel, man kann es vielleicht irgendwie sagen, weil es Zufall ist, ja. Nur, der Problem ist, Glücksspiel heißt natürlich, sind wir nicht steuerpflichtig im Sinne sind wir halt zwar nicht einkommensteuerpflichtig oder körperschaftsteuerpflichtig, aber das Problem ist für den Staat ja noch viel größer. Wer ist der Glücksspielanbieter oder Veranstalter? Das Bitcoin-Netzwerk. Also, das ist ja für den Staat keine Lösung, weil er findet, der die Glücksspielabgabe zum Beispiel, dann, wie das verstrecken kann. Also, das ist für mich. Eigentlich kann ich mit dem Netz sehr viel abgewinnen. Aber ich respektiere natürlich alle Ansätze. Okay, Torben. Tut mir leid, auch eine rechtliche Frage. Und zwar, es geht um die Nachweispflicht. Welche Dokumente sind jetzt wirklich quasi fürs Finanzamt ein gültiger Nachweis? Weil Sie haben da unter anderem Screenshots drauf gehabt. Nur ganz ehrlich, ja. Um einen Screenshot zu fälschen, brauche ich vielleicht eine Minute länger als fürs Excel-File. Also was ist jetzt wirklich etwas, wo ich sagen kann, das ist wichtig gültig? Wichtig ist einmal der Mittelherkunftsnachweis ganz am Anfang. Das heißt, das ist die Phase, wo Sie erstmals in Krypto investiert haben. Problematisch ist das einmal schon dann, wenn Leute beim Bitcoin-Automaten das gekauft haben, weil da haben sie keinen Nachweis oder nur die Transaktion in der Blockchain vielleicht. Ja, aber das ist problematisch. Ja. Oder wenn sie es von Freunden gekauft haben und die haben das nicht bestätigt, dass sie es von denen gekriegt haben. Oder dann, es gibt so Fälle halt einfach, die haben es halt früher, haben es halt umeinander gespült, ja, und haben gegeben mir Bitcoin und es war nichts wert, ja. Und da hat man halt, das kann man schon reparieren, indem man das natürlich, wenn man den noch kennt, kann ich sagen, bitte kannst du mir das bestätigen, dass du mir damals das gegeben hast oder geschenkt hast, dann muss ich halt irgendwie, das kann man ja durchaus mit heutigem Datum quasi schreiben, ich bestätige, dass ich dir vor 3 Jahren am so und so viel Bitcoin gegeben habe. Also so muss man sich halt, und das ist schon an so, sie müssen möglichst gut dokumentieren, weil es ist schon so, prinzipiell hat schon die Behörde den Nachweis zu bringen, dass sie jetzt etwas nicht erklärt haben. Und wenn aber als schlüssig dargestellt ist und sie haben, hat eine gewisse Form, ja, dann ist es schon, dass das eine gewisse Rechtssicherheit gibt. Die können dann nicht sagen, jetzt glaube ich da nicht, weil das könnte ja gefälscht sein. Das geht nicht. Also da würde ich mich dann wehren dagegen. Es geht um einen Gesamteindruck. Und einfach schauen, also wenn es plausibel ist, auch die Wertsteigerungen plausibel sind, die man halt quasi mit diesen Coin erwirtschaftet hat, dann ist das, glaube ich, von Seiten der Finanzamt überhaupt kein Problem. Okay, vorher noch eine kurze Frage, wenn irgendjemand eine nicht steuerliche Frage hat, kriegt er einen Bonusspritzer draußen. An den Herrn Zeinzinger für zwischendurch. Sie haben da eine Folie gehabt über die Faircoin-Distribution und da waren 75% für die User, 2% für die Registrare und 6% für die Nodes, aber wo gehen die restlichen 13% hin?
Das ist, wir haben jetzt am Anfang 3 Milliarden Coin-Generierung und dann quasi die restlichen 18 Milliarden bauen sie quasi über lange Zeit ähnlich wie einer Bitcoin-Kurve entsprechend hoch. Und das, was dort steht, ist in erster Linie das, was eigentlich zusätzlich zu den 3 Milliarden quasi verteilt wird. Das heißt, die 3 Milliarden, das ist das, was eigentlich jetzt verteilt wird. Kann man jetzt nicht genau sagen, was das irgendwie ist. Das ist eher nur das, was zusätzlich dann dazukommt. Ja. Ja, also quasi das, was neu verteilt wird, das wird eben wie bei der Bitcoin-Kurve sukzessive weniger, sodass man auf die 21 Milliarden hinkommt. Und eben die, weiß ich nicht, 17% oder so, was da abgehen von den Prozentsätzen, was da jetzt entstanden sind, sind 2% quasi so projektmäßig, ähnlich wie man es von Dash kennt. Und dann die restlichen Sachen sind teilweise das Lab 10, teilweise Entwicklung, teilweise eben die Investoren. Ja, der Großteil ist, ich glaube, 7-8% sind eigentlich die 1,5 Milliarden, was jetzt im Rahmen vom ITO verkauft werden. Okay, da habe ich gesehen, da gibt es einige Fragen. Bitte. Ich würde mich da gerne gleich einhängen bei der Frage. Bei den 75% Facebook, Twitter, alle haben Probleme mit Fake Members. Welche Maßnahmen wollt ihr da setzen, dass ihr es besser seid als Facebook und Twitter und Co., dass das nicht passiert und die mehr oder weniger das Geld abgreifen und ein paar profitieren dann groß davon? Also was wir da eigentlich vorhaben, ist ein Trusted Net, also ein Web of Trust aufzubauen. Deswegen auch die Registrare. Die Registrare sind eigentlich so der erste Nukleus, damit man sowas überhaupt hinkriegen kann. Ja, die Registrare stellen einen ganz wichtigen Punkt da in dem Netzwerk dar, weil die sind die, die was eigentlich dafür sorgen, dass eindeutig Members reinkommen. Und das, was wir uns als Aufgabe gesetzt haben, ist das, dass es eigentlich eine anonyme Registrierung ist. Und die anonyme Registrierung erfolgt, und deswegen auch der Ausdruck Registrare, erfolgt quasi zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort und quasi an verschiedenen Orten, aber gleichzeitig. Das ist einmal so der Startpunkt. Und dann haben wir mehrere Aktivitäten in eine Richtung, wo wir das besser skalierbar machen, und dann setzen wir halt ganz stark auf Mobile Devices und quasi derartige Fälschungssicherheiten dort auf der Ecke sicherzustellen, plus ich sage mal, es ist immer ein schwieriges Thema, das, was wir auch diskutieren, sind biometrische Dinge, die aber dann lokal laufen müssen. Ja, also im Prinzip, dass man dort über die Ecke absichert, dass es eben nicht dazu kommt, dass sich jemand einen großen Vorteil verschafft und dann einfach viele Coins für sich beanspruchen kann. Was ich jetzt schon sagen kann, ist das, was wir uns vornehmen, ist eine Verteilung im ersten Jahr in einem relativ großen Umfang für die ersten 10.000, die eigentlich dann das Netzwerk aufbauen, die eigentlich die Registrare darstellen, und die bauen sich eigentlich einen Stock auf. Und dort manchmal so konkrete Fragen kommen, haben wir eigentlich vor, dass man das, was da am Anfang verteilt wird, in Form von einem Stablecoin ausgibt. Das heißt, gar nicht unbedingt ATS, sondern wirklich ein Stablecoin, quasi stable zum Euro, sodass es eigentlich verwendbar ist als Zahlungsmittel und nicht quasi nur als Trading-Instrument, das, was man sofort wieder auf den Markt schmeißt, sodass man auch eine Stabilität vom Coin hinkriegen. Ja, weil wenn man so viel Geld verteilt, ist es grundsätzlich eine Schwierigkeit, wenn jeder sofort eincasht, ja, dann ruiniert man eigentlich den Preis. Und deswegen haben wir vor, dass wir das Ganze über einen Stablecoin entsprechend in ein anderes Asset wandeln und das Ganze schlussendlich dann als Zahlungsmittel zur Verfügung hat. Nachdem wir jetzt langsam die 2-Stunden-Grenze kratzen, noch eine letzte Frage. Dann können wir noch ein paar Möglichkeiten vorstellen, diese Frage Themen fortzusetzen. Jetzt gleich im Anschluss und am Mittwoch. Deswegen noch die Jackpot-Möglichkeit für eine letzte Frage. Passt. Danke sehr. Ja, ich habe eine Frage an Blockbit, oder? Das ist der Lukas. Und zwar, der Service klingt für mich recht interessant. Wie schaut es dann in der Praxis genau aus, wenn ich diese APIs einbinde? Wie wird das dann am Ende dargestellt? Kostet das etwas? Wie muss ich mich registrieren? Bin ich da, du hast gesagt, anonym? Aber ich habe dann auch kurz nachgeschaut, es läuft über Telegram. Also werden da die Nummern getrackt, zum Beispiel die Usernamen? Und wie schaut es dann bei euch intern aus? Wie geht ihr mit den Daten da um?
Genau, also vielleicht die letzte Frage, weil es vielleicht die relevanteste ist, jetzt gleich als erster. Telegram deswegen, weil wir jetzt eben auch den ICO bzw. eben den Initial Token Offering machen. Und deswegen halt, das ist eigentlich ein Kommunikationstool zwischen uns und den User. Das wird jetzt nicht wirklich für was anderes verwendet, sondern ich meine, wir kriegen jetzt vermehrt dann auch Fragen, wie schaut das aus? Wir geben dann natürlich auch ein bisschen auch zum Tool Auskunft und so weiter. Also das ist wirklich so auf der unterstützenden Ebene. Zu den APIs, da schaut es so aus, wir brauchen nur Leserechte. Also nicht nur, wir brauchen es nicht nur, sondern wir wollen auch nichts anderes, weil wir wollen jetzt da nichts, da hat schon diverse Vorfälle gegeben, dass dann über die API zurückgeschlafen sein und so weiter und dann teilweise ja, Konten leer geräumt haben. Das heißt, wir akzeptieren nur Leserechte, mehr brauchen wir nicht. Deswegen haben wir zum Beispiel eine KuCoin implementiert derzeit, weil KuCoin macht da keinen Unterschied, die geben alle API-Rechte auf einmal her, mit dem wollen wir aber jetzt nichts zu tun haben. Da gibt es natürlich Mechanismen, wo man dann quasi eine Bestätigung anfordert, dann kriegt man die Bestätigung, lädt das einmal auf und dann wird die Verbindung wieder gekappt bei solchen APIs. Und was war die mittlere Frage? War Kosten, genau. Also generell, das Tool wird jetzt bis nächstes Jahr, bis das ganze Ökosystem umgesetzt ist, wirklich kostenlos sein. Das heißt, wir haben derzeit auch unseren kompletten Report-Download-Funktion kostenlos für jeden Nutzer. Dann wird es wieder, ab dem 17. Juni wird es wieder so sein, dass man zum Beispiel über so ein Affiliate-Programm zum Beispiel Freunde einlädt und so weiter. Das heißt, dann kann man sich den Report quasi downloaden, und aber ohne Kosten, weil wir wollen noch im Hintergrund jetzt keine Kostendings umsetzen, dann wirklich erst mit dem ganzen Ökosystem, das was wir dann auch beim Initial Token Offering dann quasi umsetzen. Und da fängt es dann erst dann nächstes Jahr wirklich an. Aber es ist nicht so wie zum Beispiel bei Cointracking, dass man für eine API-Anbindung dann schon mal was zahlt und dann für den Service was zahlt, sondern wir haben da wirklich, und deswegen auch das Token-Modell, wir haben da wirklich so Micropayments, die was auf die abgestimmt sind, also auch auf die als Trader, und genau deswegen macht das auch Sinn. Und das ganze Bezahlsystem zwischen Steuerberatern und Usern, quasi wo wir als Plattform fungieren, und das wird natürlich auch über unseren Token laufen. Herzlichen Dank. Bevor ich das Schlusswort nach dem Thomas übergebe, jetzt schon mal wirklich danke an alle, die da vorne auf der Bühne perfekten, kompetenten Input gegeben haben. Und danke auch für die rege Fragen. Scheint ein Thema sein, das sehr viele interessiert. Deswegen geht es auch am Mittwoch weiter und der Thomas wird mehr dazu sagen. Genau. So, also wir haben ja das Double Kryptonite genannt. Und der zweite Teil ist Trade on Invest am Mittwoch. Kurze Frage, wer ist dort schon angemeldet? Ja, da können wir dann den Raum noch voll machen. Das ist, geht eben mehr in das Trading und Investing an dem Abend und wird auch einen Satoshi Square machen. Also Satoshi Square ist genau das, wo die Nathalie sagt, bitte lasst euch das bestätigen. Das heißt, vom Privat am Privat verkaufen. Das heißt, wer noch kein Wallet hat, ich glaube, da erinnern sogar richtige Seltenheit, aber quasi die Hilfestellung, wie kommt man eigentlich an die ersten Kryptos, wie funktioniert das, bisschen hin und her schieben oder so, das, was man irgendwie an Ether oder Bitcoin oder Litecoin oder was auch immer irgendwie gerade haben möchte. Ich bin jetzt nicht am Laufenden, wie viele Coins, das wir vertreten haben werden, ungefähr? Mindestens 10. Also mindestens 10 verschiedene Coins kann man am Mittwoch sie kaufen, von privat zu privat. Und das Ganze wird im Spaceland stattfinden, eben am Abend. Und einfach wieder so in einer ähnlichen gemütlichen Atmosphäre, wie wir es da jetzt gehabt haben. Vielleicht einfach ein Selfie machen, wenn man den Trading-Vorgang klickt, so in etwa. Ja, ich weiß nicht, genau. Und gleich auf Facebook posten oder so. Ja. Ja, jedenfalls herzlichen Dank. Es gibt, glaube ich, noch einige Fragen. Da darf ich jetzt einfach verweisen, es gibt draußen, danke CoinFinity, noch ein paar Getränke und da lasst sich vielleicht die eine oder andere Thematik noch intensiver diskutieren. Herzlichen Dank für alle, die da auf der Bühne waren. Danke auch an die Nathalie Enzinger für die meiste Redezeit auf der Bühne. Steuerliche Fragen, ein weites Feld in dem Bereich. Und ich darf alle bitten, noch da zu bleiben ein bisschen und mit uns zu diskutieren. Und wir sehen uns dann am Mittwoch. Danke. Herzlichen Dank.